Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Moin Freien Beuter Racing und moin Patrick. Danke für deinen 6. Monat, wenn ich es richtig sehe. Halbes Jahr bereits schon dabei. Und ja, viel Spaß natürlich heute. Viel Glück natürlich, wenn ihr mitfahren solltet hier. Wahrscheinlich gerade alle auf der Strecke. Guckt wahrscheinlich keiner wirklich zu. Aber ja, es geht wieder los. 2. Season, Bauhube Sim Racing, der Sprint Cup. Wir waren ja schon beim Endurance Cup dabei. Letztes Wochenende, glaube ich, war das. Ja, heute der Sprint Cup. Sehr gut besucht hier. 50 Anmeldungen für die Serie plus noch Warteliste. Aktuell sind es 46, die heute auf jeden Fall mitfahren. Und das wird ein ja, sehr, sehr turbulentes Rennen, denke ich mal. Eine Stunde fahren wir nachher. Ja, und das Ganze aus Sanford, wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt im Hintergrund. Jetzt keine Strecke, wo man sehr einfach überholen kann. Ja, aber erstmal geht's ins Qualifying rein. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Strecke, schauen uns mal ein bisschen an, wer diese Season dabei ist. Ja, werden wir, denke ich mal, ein paar alte Bekannte sehen aus der letzten Season. So, da sind wir. Ich stelle noch mal kurz hier die Session Relatives ein, damit wir die sehen. Ihr seht die Deltas hier auch noch links. Sind schon einige auf einer, ja, gezeiteten Runde. Sound sollte auch soweit passen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen durch hier nach den Startnummern. Das ist das Einfachste, dann verlieren wir keinen. Fangen wir mit der niedrigsten an. In der Box stehend gerade der McLaren von Oliver Braun. HQTH Sim Racing. Also der noch nicht rausgefahren. 17 Minuten. Ja, sind ja noch Zeit. 20 Minuten Qualifying. Eine Stunde dann Rennen inklusive Boxenstopp. Pierre Brückner ist unterwegs mit seinem Aston Martin. Sharky T Racing mit der Nummer 4. Die Runde auf jeden Fall schon mal ungültig. Kam ein bisschen zu weit raus. Ja, auch hier im Qualifying muss man gucken, mal ein bisschen ja, eine freie Runde hinzubekommen. Wir sehen es auch auf der Karte oben rechts. Da doch sehr, sehr viel Verkehr bei 46 Fahrzeugen. Peter Buchholz hat die Nummer 5. Ist für Soapbox Racing unterwegs. Auch noch nicht groß rausgefahren, wie es aussieht. Jan Butt jetzt mit der ersten gezeiteten Runde. 1:36.35. Ja, da kommen sie alle nacheinander rein. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Jürgen Hofmann haben wir mit der Nummer 8. Der fährt im BMW. Dann gehen wir weiter zu Daniel Arning. Er im Motorsport, im Ferrari unterwegs. Aktuell auch auf einer gültigen, sehr schön. Also kriegen wir, denke ich mal, gleich eine Zeit hier. Lukas Bergold mit 1:34.7 jetzt auf der 1. Ja, müssen wir ein paar Minuten ein bisschen durchgucken. Jetzt kommen natürlich erstmal die ganzen ersten Zeiten rein. Die zweite Runde meistens mal ein bisschen schneller. Die Reifen dann ordentlich auf Temperatur, auf Druck. Und ja, kann man nochmal was nachlegen. Mal gucken, Arning jetzt mit ja, 2,3 Sekunden Rückstand. Erstmal 1:37.007 ist er gefahren. Remo Kipfer im BMW, der Schweizer für Panther GT Racing mit der Nummer 14 unterwegs. Gerade hier in der ersten Sektion unterwegs. Momentan auf der 10. Position. Dann gehen wir mal auf die Nummer 15, die auch auf der 15. Position sich gerade bewegt. Das ist hier der Lamborghini von Nick Lefeld, Freibeuter Racing Team. Haben wir schon hier im Chat vorbeigeschaut. Ja, und wir sehen, ein bisschen Verkehr hat er hier im Moment. Mal sehen, ob er hier trotzdem nochmal was rausholen kann. 2-3 Zehntel hat er hier Rückstand auf die nächste Position, die auf jeden Fall ja, rausholen kann. Aber wir sehen auch davor und dahinter ganz, ganz viele, die noch auf Verbesserung unterwegs sind. Also hier wird es auf jeden Fall drauf ankommen, wenn man eine freie Runde hat, dass man die auch nutzt und dann ja sein Bestes rausholt aus dieser Runde. Klaus Jäkel wird das auch versuchen. Der ist im Ferrari unterwegs, auch für Soapbox Racing. Klaus Jäkel hier mit der Nummer 18. Noch, ja, doch schon eine Zeit gesetzt auf der 28. Wie gesagt, 46 Autos haben wir auf der Strecke. Also hier momentan mitten im Mittelfeld unterwegs. Daniel Hofmann, Hove Sim Racing im Audi sehen wir hier mit einer 1:37.072. Aktuell noch in den Top 20. Diese Runde, ja, wird keine Verbesserung geben. Er muss auch irgendwie gucken, dass er da mal freie Fahrt kriegt. Dahinter noch ein paar Autos, die ja, teilweise, glaube ich, auf einer gültigen Runde unterwegs sind. Aber ja, wo willst du dich da einordnen? Da musst du ganz, ganz lange warten wahrscheinlich, bis du mal eine freie Stelle bekommst. Mal gucken, ob sich das noch ein bisschen rüttelt hier. Jeff Ewerts haben wir für HyperX Racing Luxemburg One im BMW M4. Der hat die Nummer 23, aktuell auch in den Top 10 unterwegs. Gute Sekunde auf Lukas Bergold, der immer noch auf der 1 ist. Stefan Mons auf der 2 mit 200stel. Dann haben wir eine größere Lücke von Markus Emons, der hier auf der 3 ist. Dahinter, ja, relativ eng alles. Da staffelt sich das so relativ gleichmäßig runter, sage ich mal, was die Abstände angeht. Aber hier, ja, schauen wir mal, was die Pace-Unterschiede so sagen von vorne nach hinten. Schauen wir uns nachher mal an. Tim Köster haben wir als nächstes. Leider kein Team angegeben hier. Tim Köster aber im Porsche mit der Nummer 26. Hier im schwarzen Porsche, gerade auf der Stadtzielgeraden auf der 6. Position. Also auch ein doch sehr zügiger Fahrer, muss man sagen. Ja, nächste Position, muss auch noch ein bisschen was rausholen hier. 1-2 Zehntel, damit er nochmal in die Top 5 kommt. Da ist nämlich gerade der Chris Haya. Das ist das nächste Fahrzeug. HyperX Racing Luxemburg 2. Also hier das zweite Fahrzeug vom Team. Chris Haya hat die Nummer 30, fährt den Honda aktuell.
Ja, keine Verbesserung seiner Runde, hat aber relativ viel Luft um sich rum. Also mal sehen, ob er vielleicht nächste Runde was ranhängen kann oder ob er vielleicht schon jetzt in die Box fährt, sich nochmal frische Reifen holt und dann nochmal für einen Angriff ansetzt. Schauen wir mal. Ne, er scheint noch draußen zu bleiben, also wird hier nochmal einen Angriff setzen. Jerome Eckert, der hier in der Box steht, Intruder Racing Team 23 mit der Nummer 31 im Audi. Stefan Mons haben wir daneben noch stehen. HyperX Racing Luxemburg One haben wir auf der zweiten Position, eben schon genannt. 200stel fehlen ihm nur noch ganz vorne. Ja, Daniel Andersen jetzt auf der 3. 0,16 Sekunden dahinter. Also da robbt sich so ein bisschen zusammen tatsächlich. Mal gucken, wie viele da vorne wirklich relativ eng zusammen sein werden. Friedrich Pfaffenroth haben wir hier für Soapbox Racing. Fährt den Porsche mit der 35. Ist auch auf der 35 passenderweise. 1/2 Zehntel. Ja, hat er eigentlich noch gefunden. Bisschen unruhig da am Ausgang vom Audi S, glaube ich, heißt die Kurve. Also damit, ja, die Runde keine wirkliche Verbesserung. Aber da fehlt auch fast eine Sekunde bis Position 34 zu Daniel Pei, der sich da gerade befindet. Falk Moritz, der fährt den BMW M4 vom PS Lieferservice Kiel. Falls jemand Hunger hat, gerne da bestellen. Er hier, ja, ist auch mal links rangefahren, aber ich glaube, da gab es nichts zu essen auf dem Gras hier, aber auf der 11. Position unterwegs, also hier in den ersten 25%, ja, fast 20% muss man sagen, im Feld unterwegs, auch knapp eine Sekunde hinter der, ja, Benchmark da vorne von Lukas Berggold. Moin Doktor. Jakob Hausinger, das wäre der nächste. DOD Racinghove. Oder DOD Racing wahrscheinlich nur. Weiß ich nicht genau. Jakob Hausinger auf jeden Fall hier mit der 47 unterwegs. Wir sehen ihn auch gerade hier in dieser letzten Sektion. Aktuell mit keiner Verbesserung. Platz 22 aktuell. Daniel Andersen auf der 3, wie gesagt, nochmal ordentlich rangekommen. Hier dahinter zu Jeff Ewerts. Auch nochmal 2 Zehntel, bisschen mehr Abstand. Also sieht doch gar nicht so schlecht aus, dass er heute ein paar Punkte holen kann. Denn Qualifying ist hier sehr wichtig auf der Strecke. Überholen extrem schwierig. Also hier wirklich heil durchkommen und dann, ja, das Beste hoffen, sage ich mal. Die ersten 30 bekommen ja Punkte hier in der Gesamtwertung. Haben ja noch eine Einteilung in 3 Klassen. Da gibt es also nochmal jeweils für eine Klasse jeweils eine Wertung. Kriegen, lass mich kurz gucken, die ersten 15? Ne, die ersten 12 kriegen noch Punkte extra. Das heißt extra für ihre Klasse entsprechend. Aber es gibt Punkte extra fürs Qualifying nochmal. Platz 1, 2, 3 kriegen 3, 2 und 1 Punkt schon mal. Also hier kann man schon die ersten Pünktchen sammeln. Moin Sauer. So, dann gehen wir weiter. Dann sind wir auf der 57 drauf. Rudi Geist müsste auch Intruder Racing Team sein. So ist es auch. RMS Martin unterwegs. Noch keine Zeit gesetzt tatsächlich. Erst 39 haben zumindest schon mal eine gültige Zeit gesetzt. Da fehlt noch ein bisschen mehr als eine Handvoll an Fahrzeugen. Ich glaube, 2 Autos haben eine Quali-Sperre. Also 2 werden auf jeden Fall von hinten starten. Aber sonst haben wir schon von den allermeisten hier eine Zeit bekommen. Detlef Kep haben wir noch hier am Start für Hobesim Racing im Honda mit der 67. Mal sehen, wie liegt es für ihn, auch gar nicht so schlecht. Platz 10 aktuell. Stefan Mons gerade auf einer absolut schnellsten Runde unterwegs. Aber Lukas Berggold auch noch auf der Strecke. Alex Cruz sehen wir hier auch im Honda. Für Cruz ist er unterwegs. Der Honda mit der 71 steht hier in, ja, Flammen oder ist in Flammen auf jeden Fall unterwegs. Mal gucken, ob ihm das hier hilft. Aktuell auf der 27. Auch da fehlt noch so ein bisschen was, um da noch weiter nach vorne zu kommen. Die Top 10 auch eine gute halbe, Top 20 eine gute halbe Sekunde weg. So, mal gucken, was alles im Qualifying schaffen. Sehr viele Autos, wie gesagt. Alex Langhorst wäre hier der Nächste. Nochmal Piers Lieferservice. Kiel haben wir hier mit der 72 ebenfalls im Honda. Daniel Pei, Suicide Crew. Da sehen wir es auch auf der Seite geschrieben. Der pinke BMW M4 hier auf der 34 gelistet. 3 Sekunden Rückstand nach vorne. Moin Matze. Matthias Weggel haben wir dann im 76er Audi, Hovesim Racing, Platz 9. Sehr gutes Ergebnis bis hierhin, würde ich mal sagen. Wie gesagt, die ersten 30 bekommen Punkte. Also, ja, 16, 17 Autos werden heute erstmal leer ausgehen. Zumindest für die Gesamtwertung. Entsprechend die ersten 12 jeder Klasse haben ja Platin, Gold, Bronze oder sowas die Richtung. Ihr wisst schon, was ich meine. Haben wir nochmal separat als Wertung. Dann haben wir auf der 31 Lars Maisack, auch nochmal Suicide Squad. Der nicht in Pink, aber in Grau. Also ein bisschen unauffälliger als der Teamkollege. Thomas Schäffert, Soapbox Racing. Ja, ein AMG, heute auch noch nicht so oft gesehen. Aktuell auf der 35 gelistet.
Michael Haaf, einer der Lamborghinis, eigentlich immer Lambo unterwegs, glaube ich, der Michael. Freibeuter Racing Team, sehen wir hier auch auf der Seite geschrieben, können wir so wunderbar ablesen. Aktuell ja auf der 23, hat jetzt ein bisschen Verkehr da mit dem AMG. Ja, kriegt natürlich Windschatten, aber es wird im Rennen sehr spannend sein. Selbst wenn du schneller bist, kommst du hier kaum vorbei. Außer der Vordermann macht wirklich einen Fehler. Kannst du nur darauf hoffen, ja, dass du in einen Fehler reindrängen kannst. So, 8 Minuten haben wir noch, das schaffen wir, denke ich. Peter Lindner, da ist der nächste AMG. CDS Digital Motorsport mit der 88. Sehen wir hier auch die Renntaxe. Hier auch wieder im Audi S unterwegs. Auf der 16 aktuell, 2/10 im Delta. Na, eine wieder. Aber hat ein bisschen freie Fahrt. Freie Fahrt zumindest genug bis zum Ziel. Also der könnte sich nochmal leicht verbessern hier. Da in der Gegend ist es doch sehr, sehr eng. Bis zu den Top 10 wirklich nur 1/2. Also da ist man doch schon bemüht, wirklich die 1/2 nach Hause zu fahren. Und jetzt macht er die Runde leider ungültig in der allerletzten Kurve hier. Deswegen fährt er sofort in die Box rein. Teleporten darf man ja nicht. Deswegen wird er sich nochmal frische Reifen draufziehen. Also Richtung Top 10 könnte es für Peter Lindner noch gehen. Moin, der Leipzig. Oh Gott. Moin, Leipzig. Na, alles klar? Ich hoffe doch. Bestimmt. Markus Emons haben wir hier auf der 5. Position. Der Porsche, der jetzt auch gerade ein bisschen wartet. Bisschen Stau hier. Guckt, dass er ein bisschen freie Fahrt bekommt. HQT H-Sim Racing fährt er hier auch mit diesem wunderschön lackierten 911er Porsche mit der 91. Christian Schernhammer haben wir dann gleich den Teamkollegen auf der 30. Position. Bisschen weiter hinten mit der 112. Mario Sana, noch ein Teamkollege, der fährt aber nicht den Porsche. Der fährt hier den BMW M4. Auch HQT H-Sim Racing, also 3 Autos, die wir hier von dem Team haben. Mal gucken, der nächste ist nochmal HyperX Racing Luxemburg 2. Marius Kleine-Kalmer auf der 23. Position gerade beheimatet. Dominik Freitag fehlt uns hier noch mit der 222. Das dritte Fahrzeug von Suicide Squad, will ich immer sagen. Suicide Crew ist es aber. Haben die beiden BMWs gesehen. Er hier auch nochmal in Grau im Porsche auf der 40. 41 jetzt der Dominik Freitag. Und damit auf der letzten Position von den gezeiteten Runden zumindest. Marc Mahoey haben wir nochmal für Hove Sprint, wenn das Team so heißt. Kann auch sein, dass Livery so heißt. Auf jeden Fall der Mahoey hier auf der 40. Position unterwegs. Also eine vor dem Dominik Freitag, wo wir gerade drauf waren. Mit der 247 ist er unterwegs im Audi. Dann haben wir Hove Sim Racing 2, die 274 im Honda. Steffen Rosse auf der 21, also ein bisschen über der Hälfte oder im vorderen Hälfte des Feldes unterwegs. Patrick Schröter, Hovesim Racing 3 ist das, 292, auch nochmal ein Honda auf der 18. Dann haben wir den wahrscheinlich immer noch führenden, immer noch sehr, sehr knapp führenden Lukas Berggold von Racing Quest, die 501. Hier der Ferrari, mal gucken, ob er nochmal rausfährt. Ja, fährt nochmal raus, er will nochmal sicher gehen, dass er da vorne bleibt, aber ich denke mal, erste, zweite Startreihe ist relativ safe, da ist aktuell keiner scheinbar unterwegs, der nochmal richtig gefährlich wird. Daniel Andersen vielleicht noch, der hat schon wieder 1/10 im Delta. Also der könnte nochmal der erste Startreihe gefährlich werden. Jeff Eberts auf der 4, ab da, ja, der Abstand schon etwas größer. Schauen wir mal, wie sich das dann darstellt. Elder Guerra haben wir im Audi mit der 555, HyperX Racing Luxemburg 2 nochmal. Also hier, ja, 4 Autos, glaube ich, vom Team inzwischen schon. Er auf der 15 aktuell gelistet. Dann haben wir hier den M6. Was denn sonst? Jan Butch fährt meistens den M6 oder mal Lexus. Aber hier bei Hove den M6, wie wir sehen, auch sehr schön lackiert von Drone Warrior Racing. Mal gucken, Platz 17 im Moment. Ja, hier wird auch schon Platz gemacht, dass er hier auch seine Runde ordentlich beenden kann gleich. Mal gucken, ob es nochmal weiter nach vorne geht. Janis Lianos haben wir dann im Porsche für Lost in Pace. Die 741, gerade in die Box kommend, auf der 37 gelistet. René Moldenhauer, der 868er Aston Martin, RM Motorsport. Er hier auch im Mittelfeld unterwegs auf der 30. Ja, auch da, ja, wenn er noch ein paar Zehntel rausholt, könnte er nochmal weiter in die Top 30 nach vorne gehen. 4 Autos fehlen noch. Fabio Kerwisch ist einer davon. Good Time Motorsport. Mal sehen, ob er eine gute Zeit heute hat. Platz 8 sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Also Punkte sollten doch eigentlich drin sein, wenn es halbwegs normal läuft. Wenn er da ohne Unfall durchkommt. Mal gucken, jetzt diese Runde, ja, muss er erstmal gucken, dass er da vorne ein bisschen Platz lässt, jetzt hier schön Schwung holt und dann auf die Runde geht. Kevin Jung, Project New Racing, 943, auch hier ein BMW. Sehen wir hier auf der 7. Position, also auch hier dick im Geschäft, was Punkte betrifft. Ja, dann haben wir Alex Graz hier in der Box. Ich weiß gar nicht, ob der rausfahren darf.
Auf jeden Fall steht er hier in der Box. Brian Pötter, fehlt uns noch die 977. Team Oggi Oberfranken-Coburg. Langer Name, auf der 27. Und damit haben wir tatsächlich alle geschafft, hier einmal kurz vorzustellen. Mal gucken, ja, wer denn alles noch im Laufe der Saison da bleibt. Ein paar gehen ja da meist doch nochmal, aber ja, die Warteliste ist schon relativ gut gefüllt. Wird also, ja, meistens hier ganz gut besuchte Felder geben. Hatten wir letzte Saison auch, also ich glaube, seltenst unter 30 Fahrzeuge. Eher Richtung 40, so wie heute. Ja, schauen wir mal, wie es geht. Sind noch sehr, sehr viele jetzt draußen auf den letzten Minuten. Was sagt das Wetter? 24 und 31 Grad. Also doch, ja, ein Tickchen wärmer vielleicht. Auf der Strecke ja die Reifen auch recht gut beansprucht. Vor allem auf der, ich glaube, linken Seite müsste das hier sein. Also ein paar richtig schnelle Kurven. Was letzte Kurve geht auch Vollgas. Haben wir hier noch ein etwas älteres Layout, sage ich mal. Wurde ja inzwischen umgebaut. So ein paar Kurven, ja, ein bisschen breiter, beziehungsweise ein bisschen mehr Steilkurve reingebracht. Die letzte Kurve vor allem, das haben wir hier natürlich nicht. Geht aber trotzdem Vollgas hier mit dem Boliden. Ja, was sagt die Zeit? 34,7 vorne, 34,7. 35er fangen dann schon ab der vierten an. Die ziehen sich dann bis Platz 18, 36er bis Platz 31 und hinten, ja, 37, 38er Zeiten. Also da sehen wir so, ja, 3-4 Sekunden Unterschied von vorne nach hinten. Aber bei so vielen Autos ist das im Schnitt gar nicht so viel zwischen den einzelnen Positionen. So, wo gehen wir hin? Lukas Bergholt sehen wir jetzt hier noch, der jetzt nochmal, ja, maximal 2 Runden setzen kann. Mal gucken, Stefan Mons, der ist schon in der Runde unterwegs. Also die beiden betteln sich auf jeden Fall nochmal. Daniel Andersen will auch nochmal den letzten Angriff hier wagen. Jetzt Outlap und dann hat er noch eine Runde Zeit, vielleicht nochmal in die erste Startreihe zu kommen. Jede Position ist wichtig auf der Strecke. Gehen wir zu Tim Köster rüber. Der ist hier in den Top 10 unterwegs mit 2 Zehnteln im Delta. Ja, das wäre Platz 6 so ungefähr, ja, 0,3. Also da hat noch ein bisschen was liegen lassen hier. Schauen wir nochmal, ob es da tatsächlich nach vorne geht. 1,5 Minuten haben wir noch. Ja, was wir noch machen könnten eigentlich, mal kurz in den Kalender reingucken. Mal kurz gucken, hier müsste er sein, jawohl. 10 Rennen haben wir nämlich, alle 2 Wochen, heute 2. Februar, passt wunderbar. Da sind wir auf Sandford unterwegs. Hier seht ihr die nächsten Termine jeden Donnerstag, also alle 2 Wochen donnerstags haben wir noch Donington, Laguna, Watkins Glen, Hungaroring, Barcelona, Indy, Oulton Park, Paul Ricard und Suzuka. Dann das Finale, 8. Juni. Immer 20 Uhr geht hier das Qualifying los und dann, ja, so gegen 8:30, sage ich mal, der Start. Also ein ganz gutes Programm, sind überall mehr oder weniger auf der Welt unterwegs. Ein paar, ja, sehr beliebte Strecken, vielleicht auch ein paar nicht ganz so beliebte Strecken. Aber ja, wer hier gewinnen möchte, die Gesamtwertung sollte hier überall, ja, ordentlich punkten, würde ich mal sagen. Ganz gutes Programm soweit. So, 40 Sekunden noch. Dann werden die letzten Runden angebrochen. Gucken wir mal. Ja, Mons jetzt auf die 1 gegangen. Ja, da hat er nochmal fast eine Zehntel rausholen können. 65.000stel. Jetzt hier schon wieder eine Zehntel im ersten Sektor. Das wird seine letzte Runde sein. Also hier Lukas Bergholt, Stefan Mons auf jeden Fall. Ja, die Favoriten würde ich mal sagen, jetzt nach dem Qualifying zumindest. Bringt einem alles nichts, wenn man hier in der ersten Runde oder ja in den ersten Runden vielleicht einen Unfall hat und dann irgendwo hinter feststeckt. Schauen wir mal. Also deren Devise wird sein Heil durchkommen. Und dann, ja, konzentriert hier die eine Stunde über die Bühne bringen. Dann sieht das doch gar nicht so schlecht aus, hier Platz 1, Platz 2, Platz 3 irgendwie zu holen. So, wer ist denn noch sehr gut unterwegs? Schauen wir doch mal bei Helder Guerra rein. Der hat nämlich 3 Zehntel nochmal mitgebracht. Und da kommen wir passend zur Zieleinfahrt. Ja, das wird auch seine letzte Runde sein. Und da geht es von der 17 auf die 10. Position. Also da sehen wir 3 Zehntel. Gleich mal hier 3-4 Startreihen gewonnen. Top 10. Eine Sekunde Marke haben wir ungefähr bei Position 14, 15 sowas. Also das erste Drittel des Feldes innerhalb von einer Sekunde da vorne. Sehr schön. Wird er sich drüber freuen. Jetzt fährt er gleich in die Box. Deswegen springen wir mal zu Daniel Hofmann. Uwe Sim Racing. Auf der 23 noch, auch er hier mehrere Zehntel noch im Delta, das habe ich da oben gesehen. Neue schnellste Runde, Stefan Mons mit einer 34,5. Ja, das hat er mal richtig was rausgeholt hier, fast 2 Zehntel jetzt Vorsprung. Aber Lukas Bergholt kommt jetzt auch gerade über die Linie hier. Aber der wird da nicht mal angreifen können, das wird nicht mehr reichen für Position 1. Hab nochmal seine Zeit verbessert, aber am Ende bleibt es die erste Startreihe immer noch gut. Aber hat dann, denke ich mal, gleich die Außenseite. Ja, könnte vielleicht ein kleiner Nachteil sein jetzt für die ersten Kurven hier. Erste Kurve ist ja eine 180-Grad-Rechtskurve. So, jetzt haben wir schon alle übers Ziel tatsächlich.
41 Autos mit einer Zeit. 5 Autos ohne. 2 davon, glaube ich, durften noch nicht rausfahren. Die anderen 3, ja, weiß ich nicht, ob die keine Zeit setzen konnten. Auf jeden Fall, ja, geht's hier gleich in die Startausstellung. Ja, müssen wir ein bisschen warten, bis hier alle durch sind. Dann gehen wir gleich in die Startausstellung. Und dann gucken wir mal, ob wir das auch schaffen, alle 41 Autos zu zeigen. Aber da machen wir ganz fix. Und dann bin ich mal gespannt, was dann hier gleich, ja, zu sehen sein wird. Letzte Season waren wir auch, glaube ich, über 47 Autos oder sowas. Auch Zolder im ersten Rennen, auch eine sehr enge Strecke. Aber ist da, soweit ich das noch weiß, ist das sehr gut gegangen. Gab keine großen Unfälle da in den ersten Runden. Also ich hoffe mal, dass das hier auch so sein wird. Wäre sehr schön, wenn wir da wirklich eine lange, lange Schlange quasi auf der Strecke haben. Schön hintereinander. Und dann gucken wir mal, ob es dann Überholmanöver gibt. Überholen kann man, ist halt nur schwierig, muss man sagen. So, ich kann nochmal kurz die Car Number einblenden. Hier seht ihr nämlich die farblichen Markierungen. Ihr seht hier einmal weiß, also Platin, Silber und Bronze, glaube ich, dürfte dann rot sein. Das ist ein bisschen nach, ja, Pace-Unterschieden eingeteilt, nach Sichtungsrennen, nach Ergebnissen aus der letzten Season. Ihr seht das auch mal auf den hinteren Plätzen eher rot. Also da gibt es, wie gesagt, die Gesamtwertung plus natürlich die Wertung innerhalb der Klassen nochmal. Also muss man sich überlegen, ob man da vielleicht fightet oder nicht, wenn da einer aus einer anderen Klasse dabei ist. Aber gut, das werden wir dann beobachten. Ich mache mal hier die Manufakturen rein und dann gehen wir gleich in die Startaufstellung. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. So, also mit sauberen Fahrzeugen, hoffentlich, gehen wir jetzt an den Start. Stefan Monzan war also auf der 1. Ich lasse mal die Teamnamen weg, damit das nicht so lange dauert. Lukas Bergold haben wir auf der 2. Auf der 3 haben wir Daniel Andersen, der da jetzt so ein Tickchen weg war im Qualifying, aber im Rennen kann er da vielleicht aufholen. Hier gleich der Teamkollege Jeff Ewerts startet ebenfalls in der 2. Startreihe. In der 3. Startreihe haben wir Markus Emons im Porsche. Direkt neben ihm ein Markenkollege, das ist Tim Köster. Auf Position Nummer 7 haben wir Chris Haya, also hier die HyperX Racing Luxemburg Autos, doch relativ weit vorne gelistet hier. Ja, wünsche ich auch viel Spaß natürlich an alle, ob mitfahren oder zugucken. Remo Kipfer haben wir dann den Schweizer hier auf der 8. Position. Also ganz gut durchmischt hier, was die Marken angeht. Ja, ein bisschen Porsche, BMW-lastig vorne, aber haben doch fast von allem was dabei. Dann haben wir auf der 9, das ist Fabio Kerwisch. In den Top 10 haben wir nochmal HyperX Racing Luxemburg mit Helder Guerra. Dann haben wir auf der 11. Position Danny Anwand, gefolgt vom BMW M4 von Kevin Jung. Auf der 13 Matthias Weggel, Hove Sim Racing. Auf der 14 der AMG von Peter Lindner, CDS Digital Motorsport. Daniel Hofmann auf der 15, also direkt hinter seinem Teamkollegen, dem Matthias. Detlef Keep, auch ein Teamkollege, direkt links neben ihm gleich im Honda auf der Außenseite für Kurve 1. Auf der 17. Position haben wir dann den nächsten Ferrari. Nach Lukas Bergold vorne, glaube ich, müsste es das nächste sein. Er im Motorsport, Daniel Arning. Falk Moritz, der startet von der 18. Von der 19 haben wir den einzigen M6, Jan Butch für Drone Warrior Racing, der 666. Klaus Jekel, der nächste Ferrari, hier im Blau gehalten. Soapbox Racing mit der Nummer 18. Patrick Schröter, Hove Sim Racing 3 im Honda auf der 21. Weiter geht's mit dem Lamborghini von Michael Haaf. Also auch gut, ja, platziert hier auch direkt vor seinem Teamkollegen, wie wir sehen können. Dahinter nehme ich der nächste Lambo. Aber dazwischen hat sich noch der Marius Kleine Keimer geschoben. Auch HyperX Racing in Luxemburg, seine Teamkollegen etwas weiter vorne tatsächlich. Aber auch hier hinten vertreten das Team. Nick Kleefeld ist nämlich hier Freibeuter Racing Team im Lamborghini mit der 15. Steffen Rosse, der fährt den Honda für Hove Sim Racing ebenfalls auf der 25. Auf der 26 die 977, Brian Pötter. Auf der 27 Mario Sana, der M4. Der nächste Honda, das ist der von Alex Langhorst auf der 28, gefolgt von Position 29 logischerweise, DOD Racing, Jakob Hausinger mit der 47. Alex Cruz, der hier ja mit der schönen Feuerlivery unterwegs ist, auf der 30. René Moldenhauer startet von der 31, er im Motorsport.
Dann haben wir hier den nächsten schön plakierten Porsche, Christian Schernhammer, HQT Hasim Racing. Das Team, glaube ich, auch 2, 3 Autos, glaube ich, dabei gewesen. Dann Suicide Crew, der graue BMW von Lars Maisack auf der 33. Position 34, Pierre Brückner im Aston Martin mit der Nummer 4. Auf Platz 35, Yannis Dianos, Lost in Pace. Daniel Pei für Suicide Crew. Also, ja, direkt dahinter müsste, glaube ich, der Teamkollege sein. Ein paar Meter davor der andere Teamkollege. Das Team etwas weiter hinten platziert. Im Moment, in diesem Rennen zumindest. Friedrich Pfaffenroth, Soapbox Racing, der Porsche hier auf der 37. So, gleich jetzt die Einführungsrunde. Ein paar Autos haben wir noch. Dominik Freitag sehen wir hier. Suicide Crew, die 222, Platz 38. Thomas Schäfert haben wir hier auf der 39. So, Platz 40 hat sich noch geholt. Marc Mahui auf der 41. Der schwarze M4 von Jürgen Hofmann. Nochmal zwei Hofmanns wieder dabei. War noch schon mal einer, oder? Ja, auf der 15 noch. Nicht wieder verwechseln. Jerome Eckert, der startet für Intruder Racing Team auf der 42. Dahinter müsste der Teamkollege sein von, genau, der Rudi Geis ist das nämlich hier im Aston Martin mit der 57. Dann haben wir hier tatsächlich noch einen McLaren dabei. Der einzige tatsächlich von Oliver Braun, HQT Hasim Racing. Ich nehme mal an, dass da eigentlich auch diese Livery drauf wäre. Sehen wir hier leider gerade nicht. Und Peter Buchholz fehlt uns noch auf der 45 im BMW, sowie Alex Graz, Old Guys on Tour, 967. Glaubt ihr alle hier hinten ohne Zeit? Mal sehen, was noch so nach vorne geht. Punktetechnisch wird es wahrscheinlich etwas schwierig werden, aber ja, man weiß ja nie, was hier so passiert. Also, Einführungsrunde hat schon begonnen. Vorne sind die schon ein bisschen weiter unterwegs. Hier sehen wir ihn, Stefan Mons, auf der ersten Position. Also mal sehen. Ich hoffe, da passen alle gleich auf die Startzielgerade. Nicht, dass die hinten aus der Kurve raus starten müssen. Naja, schauen wir gleich mal. Also eine Stunde. Achso, einen Boxenstopp muss ich auch noch einstellen. Reifenwechsel ist übrigens Pflicht. Tanken kann man sich aussuchen. Aber da man ohnehin 30 Sekunden steht, nehme ich mal ganz stark an, dass hier alle mehr oder weniger Hälfte Tank fahren werden. Also gar nicht so viele taktische Möglichkeiten, die du hast. Die meisten werden wohl dann ungefähr zur Hälfte reinkommen, Reifen wechseln, tanken und wieder rausfahren, dass man eine Standzeit von ja, ungefähr 30 Sekunden dann hat. Und mal gucken, ja, wie es hier zweikampftechnisch aussehen wird. Wird sehr, sehr tricky. So, Wetter relativ ähnlich geblieben, wunderbar. Haben wir irgendwas noch vergessen? Nö, sieht glaube ich so gut aus. Dann warten wir mal, ja, bis die Einführungsrunde vorbei ist. Bin mal gespannt. Ja, bei wem vielleicht die Reifen ein bisschen einbrechen? Die werden hier doch ganz gut strapaziert auf der Strecke. Und ob natürlich alles gut geht in den ersten Sektoren hier. So, ich werde noch mal kurz was trinken und dann dürfte es auch gleich in die Zweierformation gehen. So, können wir mal kurz die Kanemann anzeigen. Ja, wir sehen hier die weißen und die silbernen Plaketten doch ein bisschen durchmischt so. Imons, der hier als Bronze gelistet ist auf der 5, sehr stark. Hatte also innerhalb seiner Wertungsklasse jetzt keine direkte Konkurrenz. Der nächste ist auf der 23 wieder. Aber schauen wir mal, ob er sich da durchsetzen kann. So, ich mache erstmal die Manufakturen wieder an. Bisschen einfacher für den Start hier alles auseinanderzuhalten. Wir sehen schon, es geht in die letzte Kurve rein in der Zweierformation. Und dann, ja, geht's hier ins einstündige Rennen. Das erste von 10 bei Hovesim Racing beim Sprint Cup. Übernächstes Wochenende, glaube ich. Nee, oder? In 3 Wochen? Bin mir gar nicht sicher. Ist wie das nächste Endo Cup Rennen. Ist natürlich auch wieder mit ab am Start. So, konzentrieren wir uns auf den Start. Lukas Berghold ist der Grüne. Ferrari auf der linken Seite. Stefan Mons rechts, der Porsche auf der Innenseite. Ja, Lukas Berghold da schon leicht die Nase vorne gehabt tatsächlich beim Start. Aber der Porsche auch ein gutes Startauto, sage ich mal, dahinter. Die beiden Teamkollegen sehen wir da mit den Landesflaggen direkt hintereinander. Geht's in Kurve 1 rein und Mons kann sich erstmal vorne halten. Lukas Berghold muss sich also dahinter einordnen. Dahinter geht's auch tatsächlich in Zweierformation durch. Mal sehen, ob es hier irgendwo groß gelbe Flaggen gibt. Hier auch die Stelle relativ prägnant, wollte ich schon sagen. Und da wird ein BMW gedreht. Der steht verkehrt herum, nicht ganz auf der Ideallinie. Jetzt hoffen wir mal, dass da alle durchkommen. Kipfer dürfte das gewesen sein. Und guck mal weiter hinten, ob da jetzt alle vorbeigekommen sind halbwegs. Aber gar nicht so einfach hier bei so vielen Autos. Also Kipfer, den hat es da auf jeden Fall mal erwischt. Da hinten wird er jetzt gerade durchgereicht, steht da. Da ist Sana auch noch vorbeigehuscht. Aber ich glaube, sonst sind fast alle so weit durchgekommen. Also Kipfer, der jetzt hier wieder losfahren kann.
leider 38 Position verloren. Also der ist richtig gut durchgereicht worden. Aber sonst halbwegs alle durchgekommen. Einer noch etwas abgeschlagen. Thomas Schäffer hat 6 Positionen verloren. Also der hat hier ja leider auch ein bisschen federn lassen müssen. So, Boxstoppfenster haben wir doch, aber jetzt halt eine Minute nur, weil es kein richtiges Boxstoppfenster. Kann also jeder reinkommen, wann er will, nur nicht halt in der letzten Runde quasi in die Box reinfahren. So, also gucken wir mal, Bergold jetzt hier bleibt natürlich dran. Großen Teil des Feldes scheint durchgekommen zu sein. Gucken wir mal hier hinten, da gibt es schon wieder gelbe Flaggen. Oh, bei Jan Brutt, wir gehen mal 20 Sekunden zurück. Mal sehen, ob wir das noch eingefangen bekommen. Mit Rudi Geist, das müsste hier der Aston Martin jetzt auf seiner linken Seite sein. Hier die 967, nee, davor war das, der Teamkollege war das, der andere. Ah, hier ist er mit Rudi Geist kollidiert. Und ja, beide stehen jetzt hier links neben der Strecke. Da geht der AMG noch vorbei, muss aufpassen. Da kommt noch der Kipfer vorbei, der da auch leider Pech hatte. Schon mal 2 Positionen wieder gewonnen. Aber der M6 und der Aston Martin jetzt hier komplett nach hinten durchgereicht worden. Also so ein paar Autos hat es jetzt hier erwischt. Wir sehen da hinten auch schon, gehen ein paar in die Box. Wir gehen einfach mal hier auf Oliver Braun drauf. Der hat 12 Positionen bereits nach einer Runde gewonnen. Oder sind es vielleicht 13? Jetzt geht auf der Innenseite am Audi vorbei. Das ist der Mahoui. Links neben sich hat er noch Brückner. Das ist der Aston Martin dahinter. Der hat da aber noch keinen Weg vorbeigefunden in der Kurve. Und mal kurz hier hinten. Na, alles geordnet. Was haben wir hier noch? Arning 0,1 Sekunde an Hofmann dran. Eine Position konnte er auch schon mal gewinnen. So, wir gehen aber kurz nach vorne. Wenn es sich ein bisschen beruhigt hat, sage ich mal, gucken wir mal auf die Position Deltas. 1, 2 Autos sind da, glaube ich, auch schon in die Box reingefahren. Gucken wir mal, ja, wer gut nach vorne gekommen ist. Hier vorne hat sich gar nicht so viel getan. Andersen auf der 3 geblieben, Ewerts auf der 4, Emons 5, Köster 6. Gucken wir bei Haya noch rein. Also da vorne hat sich überhaupt nichts geändert. Hat jeder seine Position behalten. So, daran arbeitet aber gerade Arning. Hofmann jetzt hier vor dem Ferrari. Links der Audi ist das nämlich. Dahinter ist Falk Moritz, der da der lauert. Aber ja, kein Weg, den er da finden wird. Auf jeden Fall 2 Autos nebeneinander. Kein Platz, da selber einzugreifen. Muss also schauen, dass er hier vielleicht eine kleine Lücke findet, wenn die hier in den in Zweikampf gehen. So, kommen wir mit Danny Anwand rein auf der 9. Der hat 2 Positionen gewonnen. Für seinen Teamkollegen lief es ja nicht so gut. Den Remo Kipfer, der hier ja deutlich weiter hinten unterwegs ist. 1,35,7 sehen wir von Stefan Mons auf der ersten Position liegend. Hier sehen wir jetzt vielleicht den Angriff gegen Kerwisch. Haben wir reingeluschert so ein bisschen, aber nicht richtig daneben gesetzt. Ja, weiß man ja nie, ob der Vordermann doch nochmal zuzieht. Und dann, ja, kracht's leider, wenn er das denn tut. So, Arning jetzt vorbei an Hofmann wieder. Jawohl. Also das heißt wieder, er ist jetzt hier vorbeigekommen. Wahrscheinlich auch erste Kurve. Einer der einzigen oder wenigen wirklichen Überholmöglichkeiten vielleicht, mal daneben zu gehen und sich dann hier in den nächsten Kurven durchzusetzen. Also Position 15 von der 17 gestartet. Jetzt ein bisschen Abstand nach vorne, 1,8 Sekunden. Also da kann er mal zusehen, dass er da ein bisschen ranfährt. Lukas Bergold bleibt noch dran an Mons. Seine schnellste Runde. Ja, gültig 39,0, aber letzte Runde 35,9. Also 2/10, 3/10 langsamer als Stefan Mons. War aber keine gültige, wie gesagt. Also gucken wir mal. Bleibt sehr, sehr spannend. Noch ist hier alles schön aufgereiht. Hier vorne, größere Lücke haben wir weiter hinten. Na, wo ist die? Lass mich mal kurz schauen. Na, hier bei Haus Sausinger ein bisschen. 2 Sekunden. Mahui auf der 31, 2, 3 Sekunden. So, gucken wir mal hier. Falk Moritz verliert gerade 2, 3 Positionen. Schauen wir mal hier ins Replay rein. Ah, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ob er das Auto verloren hat, ob es da einen Kontakt gab. Auf jeden Fall gehen hier gerade 2, 3 Autos vorbei. Jetzt hat Jekyll auch nochmal eine gelbe Flagge und Moritz auch. Hier steht er nämlich. Und Jekyll auch nochmal dahinter. Gucken wir mal kurz rein. Ah, oh, jetzt kriege ich den nicht eingefangen hier. Ah, da ist schon irgendwas passiert. Jetzt haben wir es auch leider nicht ganz gesehen. Ja, muss jetzt hier auch warten, wird durchgereicht. Also wie gesagt, ohne Unfall durchkommen ist hier, sag mal, die erste Priorität. Alles andere, was man auf der Strecke noch gewinnen kann an Position durch 2 Kämpfe, ist dann extra. Also Anwand hier dran, da vorne haben wir jetzt halbe bis eine Sekunde Abstände. Da hat es jetzt erstmal sortiert alles. Stefan Mons hat da vorne das im Griff, würde ich mal sagen. Eine gute Sekunde hat er aktuell Vorsprung. Schau mal hier, wie das optisch so aussieht. Ja, ein paar Meter sind da zwischen ihm und dem Ferrari. Aber ist die Frage, ob die ja, Reifen vom Porsche auch halten bis zum Boxenstopp. Oh nein, es hat der Fünftplatzierte hier, ehemals Fünftplatzierte, muss man sagen, leichten Fehler wahrscheinlich gemacht. Anbremszone und dann hier das Heck gekommen. Das geht mal ganz fix. Da sehen wir es, da gibt es den Gegenpendler. Und dann geht es hier auf die Düne rauf.
Und damit hier, ja, 4-5 Positionen verloren. Auf der 10 unterwegs. 5 sind es nämlich. Hinter Helder Guerra hat er sich jetzt eingeordnet. Ja, sehr schade für ihn. Aktuell so deutlich weniger Punkte, als es möglich wären. Er hier, ja, mit der müsste rote Plakette sein unterwegs. So, Anwand. Greift gerade den Porsche an. Mal wieder. Haben wir eben schon gesehen. Hat da Kurve 1 auch schon mal bemerkbar gemacht. 3 Positionen hat er gewonnen. Auch hier keine Angriffsmöglichkeit. So, was haben wir hier? Kleefeld auf der 30. Auch gerade einiges an Position liegen lassen anscheinend. Ja, läuft nicht so gut für ihn. Bin auch schon mehr als eine Handvoll nach hinten. Daniel Pay dahinter. Ja, 4 Positionen gewonnen. Stefan Motz mit der neuen schnellsten Runde. 1:35.1. Ja, aber Bergold jetzt nicht so viel langsamer. 35,2 ist er jetzt gefahren. Ist auch seine schnellste Runde gültige. Wir sehen es auch jetzt, der eine sekündige Abstand, nur noch 0,4 Sekunden. So, ich glaube, ich kriege nicht alle gelbe Flaggen jetzt hier rein. Ist auch nicht so schlimm, denke ich. Aber wir gucken mal, ob wir es hier reinbekommen. Langhorst, ich weiß nicht, hat er einen mitbekommen, hat das Auto verloren. Auf jeden Fall hier weggedreht und jetzt steht er hier verkehrt rum. Also für ihn geht es auch nach hinten. Kann hier nur zuschauen, wo er wieder umdrehen kann. Inzwischen hat er es geschafft. Wir sind wieder im Live-Bild und ist hier hinter Thomas Geffert. Ja, im Windschatten. Rechts daneben ist noch Jekyll und Geister im Hintergrund. Oder da Windschatten vielmehr. Den hat es ja auch schon leider erwischt. Da ist mit dem M6, der dahinter ist, ist da kollidiert. So, schauen wir mal, ob sie sich alle einig werden. Der rote Honda geht da relativ weit. Muss er auch, weil der Ferrari da auf der Innenseite ist. Ja, mal sehen, es lässt da immer noch ein bisschen Platz. Jetzt sollte er aber die Position sicher haben. 12 Positionen, leider ging es für ihn auch nach hinten. Ja, Ferrari geht dann ein Tickchen weit. Das könnte sein, dass dann Rudi Geist vorbeigeht. Und das ist auch so der Fall, jawohl. Eine Position jetzt wieder mal gewonnen. Also trotz da des Vorfalls, 2 Positionen insgesamt, ging es nach vorne. Ein Auto müsste runter sein. 45 haben wir noch auf der Strecke. Jan Butt hat ja offenbar das Auto verloren. Also das Rennen für ihn, ja, schon mehr oder weniger gelaufen. Denke mal, punkten wird es heute nichts. Also mal sehen, wann er in die Box reinkommt, vielleicht zum Reparieren. So. Emmons hatten wir auch gesehen mit einem Fahrfehler allerdings. Jetzt versucht er hier wieder ein bisschen nach vorne zu kommen. Letzten Kurven, Außenseite. Das Ganze gegen Helder Guerra hier, den Audi hinter sich hat. Da Kevin Jung, der da lauert. Wir fahren bei Kevin Jung am besten doch mal mit, würde ich sagen. Da sehen wir mal, ja, wie der Audi da natürlich vorne bleibt. Der Porsche verhungert hier so langsam auf der Geraden. Jetzt versucht das außenrum. Mal sehen, ob das hier funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Geht wieder dahinter. Muss aufpassen, von hinten kommen auch nochmal 2, 3 Autos. Ja, ein paar mehr sogar, wie wir da im Hintergrund sehen, die da alle nochmal vorbeiziehen wollen natürlich. Also langsam bilden sich hier so die Gruppen. Vorne 4, 5, 6 haben wir 2 sekündige Abstände. Also die ersten 3 da innerhalb von ein bisschen mehr als 1 Sekunde, 1,5 Sekunden noch schön dicht zusammen. Mal gucken, ja, ob man da vielleicht über den Boxenstopp vorbeikommt. Wahrscheinlich einer der besseren Möglichkeiten, neben der Möglichkeit, den Fehler der Gegner auszunutzen. So, wo gehen wir denn mal hin? Hier ist auch einiges los um Daniel Pay. Suicide Crew. 5 Positionen gewonnen. Ja, schönes Grüppchen hier. Mahoui gerade eine Position verloren angeblich gegen Dominik Freitag. Das ist nämlich hier der Teamkollege von Daniel Pay. Den sieht er da hinten auch. Ein paar Autos vor ihm. Also hier haben wir ordentlich Action. Guck mal kurz bei Alex Langhorst rein, der den Dreher eben hatte. Guckt jetzt, dass er hier an Hofmann vorbeikommt. Jetzt haben wir hier gelbe Flagge bei Maisak. Oh, hier steht der nächste Suicide Crew-Wagen. Davor war schon einer ein bisschen off-track. Der kam da auf die Strecke, ging zum Apex und dann hat er vielleicht den BMW hier nicht gesehen. Den hat es jetzt hier leider erwischt. Auch er kann jetzt nur noch warten. Immer noch nicht unterwegs. Wir sind wieder im Live-Bild. 42. ist er jetzt. Also 9 Positionen verloren und natürlich noch hier erheblich Schaden, wie wir sehen. Motorhaube doch schon ganz gut demoliert. Ja, vielleicht ist die Lenkung auch nicht mehr ganz so gut, oder? Ja, sieht eigentlich noch halbwegs aus tatsächlich von innen. Ja, aber natürlich super, super ärgerlich für ihn. So, was bei Steffen Rosse passiert? Jetzt kommen wir wieder aus den Replays nicht raus. Auch der hat sich ja irgendwie weggedreht. Ich weiß nicht, ob da irgendwo Öl liegt oder so. Aber da haben wir ja schon den anderen roten Honda gesehen. Steffen Rosse wird natürlich jetzt auch wieder durchgereicht. Also, da sehen wir, da werden einige heute profitieren von den Fehlern der anderen. So, gehen wir kurz nach vorne. Das tut sich da nicht so viel. Immer so halbe bis eine Sekunde haben wir hier Abstand zwischen den ersten 3 Positionen, die sich aber weiter, glaube ich, absetzen können. So ein bisschen zumindest von Jeff Ewerts, der jetzt auch keine, ja, direkte Konkurrenz um sich rum hat. Der nächste ist hier Tim Köster, der ist aber auch über 2 Sekunden weg. Also der wird jetzt noch nicht in Schlagdistanz kommen.
Chris Heyer haben wir auf der 6 inzwischen eine Position gewonnen. Fabio Kirwisch haben wir auf der 7. Auch da ging es leicht nach vorne. Der hat noch Danny Anwand direkt im Genick, der immer noch nicht vorbeigekommen ist. Ja, auf der Geraden wahrscheinlich die beste Chance gegen den Porsche. Gucken wir mal, ob er hier gleich wieder verteidigt, der Porsche-Pilot mit der 910. Jetzt geht es hier erstmal ja, in dieses Geschlängel rein, Richtung der letzten beiden Kurven. So, was haben wir hier? Platz 10. Ja, das steckt jetzt hier natürlich fest hinter dem Audi. Da waren wir eben schon mal drauf. Der ist da nicht vorbeigekommen. Das, wenn er hier besser rauskommt, da wird der Audi deutliche Vorteile haben auf der Stadtzielgeraden. Also mit dem Porsche gar nicht so einfach zu überholen. In den Kurven ist er stark, aber in den Kurven hier überholen ist halt super, super schwierig, weil es so eng ist. Also ja, schauen wir mal, was er noch im Laufe des Rennens hier hinbekommt. Vielleicht über den Boxenstopp hier auch vorbeigehen. Nächste Position. Sind schon ein bisschen weg hier. 5 Sekunden inzwischen. Haben wir eigentlich schon Vollgas gehabt? Ich mach's mal fest, die Scheiße. Ja, wie? Wie jetzt? Na, das Gaspedal doch. Ja, Vollgas geben die meisten wahrscheinlich, würde ich mal sagen. So, erste Viertelstunde haben wir bald um hier. Doch so ein paar Fahrfehler gesehen, ein paar Kollisionen gab's. Hat das Feld auch schon ein bisschen auseinandergezuppelt. Wir sehen es auf der Karte. Da gibt's, ja, mittlerer Abschnitt jetzt eine etwas größere Lücke. Sonst da eigentlich relativ gut verteilt alles. Einige Grüppchen haben wir. Die ersten 3, Top 10 haben wir dann am Ende nochmal. Schöne Zweikämpfe. Den die Anwand hier immer noch nicht vorbei, natürlich. Markus Edmunds. Ah, da guckt er mal. Da könnt ihr mal bei Helder Guerra mitfahren. Ob er jetzt hier irgendwie vorbeikommt. Aber, ja, wo willst du es probieren? Jeder, der hier schon mal ein paar Rennen gefahren ist, weiß, selbst wenn du schneller kannst, du kommst nicht daneben wirklich. Musst da echt immer aufpassen, nicht drauf zu donnern. Oh, Falk Moritz jetzt mit einer gelben Flagge. Gucken wir mal. Oh, hier steht noch einer. Ich weiß gar nicht, wer das noch ist. Ah, da, ups, wo kam denn der Honda her? Eieiei. Und der McLaren kann noch gerade ausweichen. Müsste Steffen Rosse sein. Oh, der hat das wahrscheinlich das Auto verloren. Kam auf die Strecke mehr oder weniger unkontrolliert, weil es sehr holperig ist. Und hat dann hier den Falk Moritz getroffen. Also auch er hier, ja, Pech gehabt, würde ich sagen. Leider, muss man sagen. Damit wird er auch durchgereicht. Wird jetzt, denke ich mal, in die Box reinfahren. Und muss dann die Dreiviertelstunde, ja, zu Ende fahren. So, mit dem Reifen dann. Weil, ja, ich weiß nicht. Der Schaden sieht gar nicht so unerheblich aus. So, mal gucken, beim Teamkollegen von Matthias, also Matthias Weggel, Hove Sim Racing, der hat gerade gegen Arning die Position anscheinend gewonnen. Schauen wir mal da ins Replay rein, Kurve 1, dürfte das sein, Innenseite, wunderbar, vorbeigezogen, so kann es hier gehen. Also haben wir nicht ganz gesehen, wie es, ja, zustande gekommen ist, aber aus dem Windschatten angegriffen hat, aber ist stark anzunehmen. Damit, ja, eine Position insgesamt verloren, aber noch in den Top 15 unterwegs. Die ersten, ja, 30 bekommen ja Punkte, also der hier, ich guck mal kurz, Platz 14 würde für die Gesamtwertung 17 Punkte geben. Ah, da müssen wir nach hinten gehen, hier haben wir eine richtig, richtig große Gruppe, wir gehen mal in die Helicam rein. Hier sehen wir alles ab Position 30 müsste das sein, 30 bis 36. Eieiei, also mal gucken. Natürlich in so einer Gruppe immer besonders spannend. Wenn da einer mal schief zuckt oder falsch zuckt, dann gibt es da gleich ein bisschen Tumult, weil da jeder irgendwie ausweichen muss oder da komisch reagiert, sich erschreckt, was auch immer. Also das ist mal sehr, sehr interessant zu sehen. Gucken wir mal, ob Kleefeld da unten rechts, sehen wir ihn mehr oder weniger, der ganz unten am Bildrand, der Lamborghini, der blaue, ob er da jetzt wegfahren kann von der Gruppe, während wir da Langhorst gerade sehen, den roten Honda, der da ja die Position jetzt verliert, weil er da etwas off-track unterwegs war. Also schöne Gruppe, die wir hier haben. Kurz vorne, dass wir da nichts verpassen. Immer noch 0,5 Sekunden Abstand zwischen 1 und 2. Aber Danny Anwand. Ja, jetzt hier letzte Kurve. Kann er beim Rausbeschleunigen vielleicht, ja, zumindest daneben gehen. Nee, kann er nicht. Muss dahinter wieder sich positionieren. Sonst kann man hier mal zu zweit durchgehen und gucken, dass man hier auf die Gerade besser rauskommt. Aber damit, ja, diese Runde wahrscheinlich auch keine große Möglichkeit, die Position zu gewinnen. So, Rudi Geis, gerade an Hausinger vorbeigegangen, der DOT Racing Pilot. Das ist hier diese, ja, enge, enge Gruppe. Der Lambo hat sich jetzt schon gut absetzen können. 3 Sekunden. Damit ist Magma Hui der Zugführer, auf den wir jetzt mal drauf gehen. Da sehen wir dann den Aston Martin, den BMW, den Ferrari, den Honda. Also schöner Markenmix und wir sehen, Rudi Geis kommt hier deutlich besser raus. Und dahinter, jeder guckt, wie gesagt, in so einer Gruppe, wie er sich positionieren kann für Kurve 1. Wahrscheinlich geht es hier teilweise jetzt zu zweit rein. Da links sehen wir schon ein paar, die in der Box sind. So, Rudi Geis hat sich durchsetzen können. Mahui.
Ja, kann nicht daneben gehen, glaube ich. Muss eher aufpassen, dass da Langhorst nicht angreift. Der rote Honda, der da jetzt wieder vorbeigekommen ist an zwei Fahrzeugen nach seinem kleinen Ausritt. Also der hat da jetzt wieder gewonnen. Jakob Hausinger jetzt am Ende dieser Gruppe. Jürgen Hofmann auf der 37, der ist schon 6 Sekunden dahinter mit Thomas Schäffert am Gange. 1 Sekunde trennen die beiden Fahrzeuge nur. Also sehr, sehr spannende Gruppe, die wir hier haben. Weiter vorne haben wir noch ein, zwei Duelle. Ja, ich glaube, Andersen auf der 3 kann auch nicht so ganz mithalten bei Lukas Bergold und Mons. So eine Zehntel, zwei Zehntel vielleicht verliert er da pro Runde. Können wir nachher mal schauen, denn der ist hier auf der 3. Position mit 2 Sekunden Rückstand unterwegs. Ah, Longhorst jetzt hier auf der Innenseite, holt er sich die nächste Position in dieser Gruppe. Ja, es kommt eine Linkskurve. Jetzt muss er gucken, dass er vielleicht die Tür zumachen kann oder zumindest außen daneben. Das muss der Honda gucken, dass er hier gut rauskommt. Dann könnte das vielleicht funktionieren, immer noch Side by Side. Dahinter Klaus Jäkel schaut sich das Ganze an. Ja, er hofft natürlich, dass er da irgendwie mit durchflutschen kann, wer auch immer sich da vorne durchsetzen wird. Ja, Audi muss außen bleiben. Jetzt aber wieder eine Linkskurve und dann kommen wieder 2 Rechtskurven. Also ich glaube, Alex Langhorst wird sich da am Ende durchsetzen auf der Stadtzielgeraden. Oder zumindest in der letzten Kurve. Jetzt bereits ist es passiert. So, gucken wir mal Jäkel kurz. Ob der jetzt hier den Audi gefährlich werden kann. Fährt jetzt relativ weit innen an. Kann sein, dass er ein bisschen lupfen muss. Das könnte ein bisschen Schwung kosten und damit der BMW angreifen von Hausinger. Der dürfte da mit vollem Schwung durchgekommen sein. Hat jetzt auch noch Windschatten hier. Mal sehen, ob er außenrum gegen den Ferrari was ausrichten kann. Na, der zieht wieder ein bisschen rüber, dass man sich da nicht positionieren kann. Also kein Angriff in der ersten Kurve. Langhorst jetzt doch wieder ein bisschen nach vorne gekommen. So, gucken vorne kurz rein. Lukas Bergold immer noch am Monster dran. Wie gesagt, hier Andersen auf der 3. Lässt so ein bisschen ab, muss man sagen. Wenn wir uns hier mal den Zeitenvergleich anschauen. Ja, da sehen wir in den letzten 3 Runden 8 Zehntel verloren. Also so 1, 2, 3 Zehntelchen verliert er mal pro Runde. Nicht viel, aber kontinuierlich. Gehen die da ein bisschen weg vorne. Aber ein Fehler, ein größerer Zweikampf, dann sieht das Ganze schon wieder anders aus. So, Detlef Kep, den haben wir hier auf der 13. Position. 3 Positionen hat er gewonnen. Der ist jetzt hier schon in Arbeit, auf die 12. zu gehen. Das ist nämlich Peter Lindner. Bei dem fahren wir mal mit hier. Da gibt es jetzt noch keinen Angriff. Da kann er auf seiner 12. bleiben. Auch 2 Positionen ging es hier nach vorne. Sehr schön. Davor haben wir noch diese kleine Gruppe bis Position 9. Anmann verzweifelt hier auch am Porsche. Aber Top 10 Ergebnis absolut drin. So, Keimer kommt gerade rein. Ja. Guck mal kurz hier rein. Nee, wir müssen. Ja, wo war der Zweikampf jetzt? Ja, ein paar Meter davor hatten wir gerade einen Zweikampf. Weiß gar nicht genau, wer das da war. Vielleicht waren es auch Überrundung, kann auch schon sein. Waren ja schon ein paar in der Box tatsächlich, ja, Position 40. Kleine Keimer haben wir gesehen, wie er in die Box rein ist. Ah, Markus wird sich auch ärgern. Durch den Fahrfehler 5 Positionen verloren. Und das sieht gerade nicht danach aus, dass er wieder auf seine 5. Position kommt. Vor allem, weil davor zu Platz 8 schon 5 Sekunden Abstand sind. Und er schafft es ja schon seit längerer Zeit, nicht an Guerra vorbeizugehen. Weiß nicht, ob er pace-technisch schneller ist unbedingt. Aber ja, ist auch kein direkter Konkurrent, sage ich mal, für die Klassenwertung. Wenn wir nochmal auf die Nummern gehen, sehen wir hier die nächsten roten Plaketten. Sind erst auf der 21 unterwegs. Also das ist nur für die Gesamtwertung vielleicht interessant, aber nicht für die eigene Klasse. Also muss man ein bisschen gucken, ob man da angreift oder nicht. Ob man da ja Ansprüche auf die Gesamtwertung hat oder sieht bei sich oder nicht. Ansonsten sehen wir die ersten 8 Positionen mit einer weißen Plakette. So, gehen wir mal hin. Michael H. vielleicht. Der ist nämlich gerade am Porsche dran. Aber nein, Detlef Kep hat hier gerade die Position gegen den AMG gewonnen. Hier sehen wir es gerade noch. Also mal sehen, ob er das auch halten kann. Der AMG natürlich guckt sofort, ob er hier kontern kann. Muss er schon leicht bremsen wahrscheinlich, dass er da nicht drauf donnert. Detlef Kep holt sich also Position 12. Sehr schön. 3 Sekunden nach vorne zu Kevin Jung, zu Edmunds und Guerra. Kleine Dreiergruppe da vorne, auf die er vielleicht aufholen kann. Vielleicht bringt er den AMG gleich noch hier mit. Hätten wir eine schöne Fünfer-Formation da vorne. Dahinter haben wir 3 Sekunden. Im Hintergrund sehen wir den Ferrari von Daniel Arning, der da jetzt auch nicht direkt im Nacken ein nächstes Auto hat.
So, hier gucken wir nochmal. Kierwisch, der bringt hier den BMW mit. Laufen auf Chris Haya so ein bisschen auf, habe ich den Eindruck. Also eben hatten wir nur den Zweikampf da zwischen dem Porsche und dem BMW. Jetzt mischt hier, ja, mehr oder weniger unfreiwillig der Honda auch noch mit. Davor haben wir ja relativ große Abstände schon, jetzt muss man sagen. Also ab hier wird es dann, ja, erstes Mal wieder richtig spannend. Vielleicht sehen wir jetzt hier mal den Angriff vom BMW, der da im Windschatten Richtung Porsche ist. Mal sehen, ob der Porsche da außen bleibt, auf die Innenseite geht. Der BMW wird jetzt versuchen, sich da reinzubremsen. Ah, keiner überschießt hier. Beide kriegen die Kurve, aber der Porsche, ja, wehrt sich da auch nicht allzu sehr, hat man den Eindruck. Damit ist denn die Anwand endlich hier vorbeigekommen nach vielen, vielen Runden. So, mal gucken, ob eben uns das hier auch noch irgendwie hinbekommt. Ja, hier mal ein bisschen mehr Schwung holen. Kann man auch mal so mit zwei Apex fahren. Kommt mal ein bisschen gerade hier aus der Kurve raus. Aber bringt einem hier selten was auf dieser, ja, mehr oder weniger Geraden. Alles Vollgas natürlich, aber hier kommst du eigentlich nicht vorbei. Vor allem hier mal ein bisschen zu spät gebremst. Und dann kommt hier das Heck, haben wir ja schon gesehen hier an dem Porsche. Dann geht es hier links auf die Düne rauf. So, gehen wir mal zu Schernhammer, zum Teamkollegen. Mal sehen, wie lief es da. Da lief es deutlich besser. 8 Positionen im Moment gewonnen. Ich frage, wie boxenstoppbereinigt das ist. Hinten waren ja schon ein paar drin. Aber er hier auf der 24 unterwegs. Also erstmal, ja, sehr, sehr solides Rennen. Ist hier in den Punkten, in die Punkte reingefahren im Moment. Pierre Brückner, das ist hier der Aston Martin vor ihm. Remo Kipfer, den es hier schon früh erwischt hatte. 17 Positionen verloren. Der ist hier 1,3 Sekunden dahinter wieder. So, 37 Minuten haben wir noch. Das heißt, ja, schätze mal, in diesen 10 Minuten werden wir relativ viele Boxenstopps sehen. Wird einiges los sein hier. Strafentechnisch noch nichts ausgegeben hier, wenn ich es richtig sehe. Ja, also die bisherigen Boxenstopps liefen alle ganz gut. Trackcuts hat sich auch noch keiner groß geholt anscheinend. Ja, gut, gibt es auch nicht so viele Stellen, wo das hier geht. Da, ja, verlierst du eher das Auto in dem Dreck hier und auf dem Rasen, als dass du dir dann Trackcut holst. Na, Haf jetzt direkt dran hier. Auch der kommt ein bisschen weit raus. Der ist nämlich am Brian Petter dran. Da steigen wir mal drauf. Haf und Alex Cruz ist noch hier. Der Honda mit der Feuerlackierung. Er geht jetzt aber rein, deswegen gehen wir auf Michael Haf rüber. Da links sehen wir den Porsche, wie er reinfährt. Hält sich hier raus. Also gucken wir mal, ob Alex Cruz sich jetzt daneben setzen kann. Da muss man immer ein bisschen hoffen, dass der Vordermann etwas weit geht. Aber da ist nicht genügend Platz auf der rechten Seite, um dann tatsächlich sich da zu positionieren. So, Schernhammer kommt rein, Pötter haben wir eben gesehen. Also so langsam geht es hier los mit den regulären Boxenstopps. Ein paar waren ja schon drin, wahrscheinlich durch die Schäden da zum Teil. Schau mal, haben noch 45 Autos, also noch fast alle am Start. Oder auf dem Server zumindest mal. Ja, mal kurz zu Graz rübergehen. Der schnappt sich hier. Daniel Pei ist vor ihm, hinter ihm ist Nick Kleefeld. Alex Graz mit 19 Positionen, die er gewonnen hat. Sehr, sehr starkes Rennen bis hierhin. Schauen wir mal, ob er das auch so ins Ziel bringen kann. Denn wie gesagt, wenn der Boxenstopp nicht funktioniert, dann könnte er hier auch nochmal natürlich nach hinten fallen, wenn es hier so eng zur Sache geht. Stoßstange an Stoßstange. So, vorne verpassen wir nicht viel, muss man sagen. Lukas Berghoff bleibt dran. Knapp eine Sekunde ist er noch hinterher. Andersen jetzt bereits 3 Sekunden weg. Also inzwischen mal wieder eine Sekunde verloren, als wir das letztes Mal reingeschaut haben. Jeff Ewerts hier hinter. Dann haben wir Tim Köster auf der 5. Chris Haya, na, der hat hier den Danny Anwand hinter sich. Der ja am Porsche, den wir dahinter sehen, vorbeigekommen ist. Jetzt, ja, will er am nächsten vorbei. Seinen 5. Positionsgewinn hat er hier fest vor Augen. Mal sehen, ob es funktioniert. Danach wird es, wie gesagt, etwas zäh wahrscheinlich. Aber Position 6, ja, wäre doch gar nicht so schlecht. Von der 12 auf die 6. Einmal hier die Position halbiert sozusagen. Da wird er auf jeden Fall, ja, auch ordentlich Punkte mitnehmen. Position 6 gebe für die Gesamtwertung 25 Punkte. Erste bekommt 34 übrigens. Dann 31, dann 28 und dann staffelt sich das runter bis Platz 30. Da gibt es dann einen Punkt. So, hier im Porsche etwas off-track unterwegs. Das war aber, glaube ich, eine Überrundung, wenn ich es richtig sehe. Der hat hier nichts mit dem Zweikampf zu tun. Ein bisschen mehr Onboards hier, vernachlässige ich immer ein bisschen. Ah, hier ein bisschen nach innen geneigt die Kurve. Hier geht es über einen kleinen Hügel rüber, auch Anbremszone. Hier geht es über einen kleinen Huckel rüber. Dann hier, ja, einlenken.
relativ viel Curb kann man mitnehmen und ab hier geht's voll aufs Gas. Und Kipfer leider mit einer gelben Flagge. Schauen wir doch mal, was bei ihm gerade passiert ist. Na, kann ich ihn noch anklicken? Oder ist er jetzt runter? Könnte sein, dass Remo Kipfer nicht mehr dabei ist. Na schade, hätten wir nochmal gerne geguckt, was da passiert ist. Scheint aber was Gröberes gewesen zu sein. So, Steffen Grosse, glaube ich, auch abgestellt, wenn ich es richtig interpretiere. Ja, jetzt ist er runter. Oh, ist er gerade wieder losgefahren? Nee. So, gehen wir auf Graz wieder drauf. Nee, gehen auf Weggel drauf. Der hat nämlich gerade in Position gewonnen. Gucken wir mal, oder kam da gerade einer aus der Box gerade? Nee, das war ein Zweikampf hier. Ui, da ist ein bisschen gerade ausgeschossen. Da war der Matthias Weggel ein bisschen spät auf der Bremse. Damit Patrick Schröter dürfte das sein. Ja, ist auch vorgeblieben. Hat also nichts an den Positionen geändert. Ja, da will man natürlich mal sich reinbremsen. Aber so funktioniert es leider nicht. Daniel Arning auf der 14. Ja, die beiden auch etwas unter sich hier unterwegs. Davor, dahinter jetzt keine direkten Autos. 2 Sekunden nach hinten zu Peter Lindner nach vorne, zu Kep nach vorne, 5 Sekunden. Also mal schauen, ob Daniel Arning sich hier Position 13 nochmal schnappen kann, bevor es in die Box reingeht. Peter Lindner hat eine gewonnen. Also gar nicht so weit nach vorne gekommen. So, wann kommen die vorne rein, bin ich mal gespannt. Aber Stefan Mons könnte sich so klein, also ein bisschen schlechteren Boxenstopp leisten. Der hat jetzt fast 2 Sekunden Vorsprung. Also, ja, da wird normaler Boxenstopp normalerweise reichen, um dann auch vorne zu bleiben. So, nächste Runde, haben wir die Hälfte hinter uns. Mal sehen, kommt einer von den beiden rein. Sieht nicht danach aus, also vielleicht, ja, gibt es nochmal den Angriff jetzt hier, bevor es in die Box reingeht. Jetzt wird der Fahrer noch einen Tick zu weit weg sein. Aber der AMG kann sich hier auf der Geraden gut halten. Wenn er gut rauskommt, letzte Kurve, hat er offenbar nicht allzu viel zu befürchten vom Gegner hier. So, Falken Moritz, der war ja schon in der Box, der hatte da ja ein bisschen Pech. Wurde da ja von einem Honda getroffen, der da auf die Strecke geholpert ist. Hat sich jetzt hier aber mal Hui geschnappt. Beide waren bereits einmal in der Box, also Boxenstopp bereinigt. Ist das ja auch ein Positionswechsel. Remo Kipfer. Ah, da ist er wieder. Hat er vielleicht einen Disconnect? Könnte auch sein. Das könnte natürlich sein. Ist wieder auf dem Server auf jeden Fall. So, was haben wir jetzt vorne da verpasst? 24, 25. Ja, Daniel Pell gerade die Position verloren. Schauen wir doch mal. Alex Graz, gerade auf der Innenseite, ist er durchgehüpft. Kam ein bisschen besser aus der vorletzten Kurve offenbar raus. Und wenn du dich dann daneben setzen kannst, dann ja, da hat man schlechte Karten auf der linken Seite. Du brauchst nämlich die ganze Streckenbreite, um da wirklich flat durchzufahren. Wenn du ein bisschen weiter außen bist, musst du vielleicht ein bisschen lupfen. Und damit hat wahrscheinlich Alex Graz ein bisschen mehr Geschwindigkeit gehabt. Und ging dann jetzt hier auf die, ja, 23 ist das jetzt nach vorne. 23 Position gewonnen. Gut, müssen wir gleich gucken, wenn er in der Box war, wo er rauskommt und wenn alle anderen drin gewesen sind. Aber die Tendenz doch sehr, sehr gut für ihn hier. So, der AMG noch vor dem Ferrari Anwand. Achso, kam in die Box rein. Na, geht's jetzt rein in die Box? Immer noch nicht, also Ferrari bleibt hier weiterhin dran. Ja, AMG geht jetzt mal ein bisschen weiter nach innen, aber wie gesagt, sah jetzt nicht danach aus, dass er da wirklich Angst haben muss, wenn der Ferrari im Windschatten ist. So, Mons ist, glaube ich, reingegangen, weil Berggold jetzt hier gerade mal die ganze Geschichte anführt. Ja, schauen wir mal, wann er reinkommt. Scheint mir jetzt nicht so, dass er, oder scheint mir nicht so, dass er jetzt hier mit freier Fahrt irgendwas rausfahren würde. Sonst hätte er da, glaube ich, mehr Druck machen können auf den Herrn Mons. Der jetzt hier, ja, schon wieder unterwegs ist, gerade aus der Box rausgekommen ist, auf der 16. Da hat ein bisschen Verkehr um sich rum, wird hoffen, dass da vorne vor allem die Autos relativ zügig in die Box fahren. Dass er da ja ohne Probleme, ohne Zeitverlust vorbeikommt. Oder die natürlich, ja, darauf achten, dass sie ihn da irgendwie vorbeilassen. Ist natürlich so eine Sache, weil hier einige, ja, da gibt es schon die Lichthupe. Weil hier einige natürlich, ja, möglichst wenig Zeit verlieren wollen. Dahinter ist nämlich die direkte Konkurrenz hier vorne überrundeten. Da will es natürlich nicht, dass der Gegner hinter dir gleich mit durchrutscht. Ja, schauen wir mal. Wir gehen mal kurz auf Detlef Kep drauf, wo wir sind im Racing. Auch da ging es scheinbar ein bisschen nach vorne. 8 Positionen im Moment. Gucken wir mal, 0,5 an Kevin Jung dran. Ja, nach Regen sieht es nicht aus. Wird also auch ein Trockenrennen bleiben.
So, Daniel Andersen auf der dritten Position kommt in die Box. Haier, Kerwisch kommen jetzt rein. Jekyll, Pfaffenroth kommen rein. Wie gesagt, wir haben die Hälfte rum. Also da wird es ordentlich Betrieb geben. Da rechts oder hier links gleich sehen wir die Boxengasse. Da sind einige Fahrzeuge gerade auf jeden Fall drin. Jetzt schauen wir aber, ob Detlef Kiep nochmal hier vor seinem Boxenstopp, genau den er noch machen muss, die Position holen kann. Kann offenbar. Also an Kevin Jung ist er vorbeigegangen. Mal sehen, ob es nach dem Stopp genauso bleibt. Peter Lindner ist ein paar Meter dahinter auf der fünften Position. So, gucken wir mal weiter hinten. Was haben wir da noch? Rudi Geis, der war auch schon drin, ist hier an Kleefeld dran. Ja, beide standen einen Tick länger als normal. Die hatten, glaube ich, auf jeden Fall Rudi Geis ja eine Berührung. Kleefeld bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber der, ja, ist erstmal hier vor dem Aston Martin und guckt, dass er hier irgendwie, ja, wegkommt. Nächste Position sind doch schon ein gutes Stück weg, jetzt 6 Sekunden grob. Also da schon etwas auseinandergefriemelt alles. So, 44 Autos auf dem Server, 43 noch im Rennen, wie es aussieht. Remo Kipfer auf jeden Fall wieder unterwegs, also da schien irgendwie ein Disconnect zu sein, gewesen zu sein. Ja, leider 35 Positionen jetzt durch die ganze Geschichte, ja, durch den Unfall, durch den Disconnect verloren. Also sein Saisonstart, ja, alles andere als gut. Mal gucken, ob es in den nächsten 9 Rennen vielleicht ein bisschen besser läuft. Der Brückner, wo ist denn der Brückner gerade? Ah, da habe ich ihn gerade gelesen. Wo ist er? Da ist er. Da ist er auf der 29, war auch schon in der Box. Ja, da auch nicht super viel los. 8 Sekunden nach vorne, nach hinten. Da stimmt die Anzeige nicht ganz. Aber da sehen wir, ja, so ein paar Meter dazwischen ist noch ein Auto. Ist der Christian Schernhammer. Der bringt nochmal den Alex Langhorst mit. Also der Pierre muss auf jeden Fall zusehen, dass er hier Pace macht, dass er vorne wegfährt. Auf jeden Fall hat er erstmal freie Luft oder freie Bahn nach vorne, wenn jetzt keiner direkt aus der Box rauskommt jedenfalls. Also hat alle Möglichkeiten, hier, ja, mindestens mal Top 30 zu werden. Weiß nicht, wer da hinten jetzt noch alles, ja, oder da vorne in die Box muss. Buchholz kommt direkt dazwischen noch raus. Sehr gut natürlich eigentlich für Pierre Brückner, denn Peter Buchholz hat kalte Reifen, hält jetzt vielleicht so ein bisschen hier die nächsten beiden auf. Langhorst nämlich jetzt vorbeigegangen am Porsche, die schon etwas draußen sind, wahrscheinlich schon warme Reifen haben. Könnte sein, dass die jetzt ein bisschen Zeit verlieren hier auf die nächsten Positionen. So, Detlef Kiep führt gerade mal. Denn Berggold ist drin gewesen, nehme ich mal an. Jawohl, hat jetzt 1,5 Sekunden Rückstand auf dem Porsche. Kein Auto dazwischen. Hat also freie Sicht hier auf den Kontrahenten. Hat sich jetzt, ja, nicht wirklich viel getan am Abstand. Immer, ja, war ja zwischen 1-2 Sekunden immer. Also bleibt spannend. Man muss jetzt hier also auf der Strecke überholen, wenn man das Ding gewinnen will. Über den Boxenstopp ging da nichts. Aber ja, war ja abzusehen. 2 Sekunden Vorsprung reichen da normalerweise, wenn man beim Boxenstopp nichts war. Falsch macht. So, Brian Petter, Innenseite, vorletzte Kurve gegen den McLaren von Herrn Brown. Oliver Brown, oder Brown wahrscheinlich. der einzige McLaren mit der 3. Muss jetzt hier die Position liegen lassen. Ist nicht so schlimm. Boxenstopp bereinigt, beziehungsweise er war ja schon in der Box, hatte auf jeden Fall schon mal 20 Positionen gewonnen. Da ging es richtig nach vorne. Jetzt ging es hier am Porsche vorbei. War eher nach Freiwilligkeit aus. Also damit 21 Positionen gewonnen. Nee, 22 sogar. An der Box wahrscheinlich auch nochmal gerade einen hinter sich gelassen. Ja, sehr, sehr starkes Rennen für ihn. Mal gucken, 25 Minuten muss er noch durchhalten, dann dürfte er relativ zufrieden sein. So, Stefan Mons, gerade an Haft dran, der aber in die Box fährt. Das ist also, ja, keine wirkliche Position. Detlef Käfern kommt der rein, mal schauen, ist noch draußen. Stefan Mons ist auf der 2, Cruz kommt jetzt gerade rein. Hier aufpassen, nicht in die Wände reinfahren. Moin, Lukas. Ist ja doch ein bisschen schnörkelig da, der Boxeneinfahrt. So, Chris Haier war auch schon drin. Also uns fehlt nur noch Detlef Kiep und Alex Graz, wenn ich es richtig sehe, die noch rein müssen. Also jetzt keiner, der so super lange draußen war anscheinend. Schauen wir mal. Das heißt dann, wenn alle drin sind, schauen wir uns die Position Deltas mal an. Da wird sich ja einiges getan haben. Vorne gar nicht so viel, aber Mittelfeld und hinten natürlich. Durch so ein paar Vorfälle tatsächlich. So, schöner enger Zweikampf. Also Kevish, der hat keine Ruhe in seinem Rennen. Vorhin hatte er
Na, was denn die Anwand? Ein BMW auf jeden Fall hinter sich. Jetzt hat er hier den Honda von Fabio Kerwisch hinter sich. Ja, müsste denn die Anwand gewesen sein. Genau, der ist nämlich vor ihm hier 4 Sekunden. Er kann also da aktuell einen ganz guten Abstand halten. Aber er muss hier die ganze Zeit in den Rückspiegel schauen in seinem Rennen. Eine Position ging es auch in Anführungsstrichen nur nach vorne. Immer noch ein Top-10-Ergebnis. Also nimmt hier womöglich heute auch gut an Punkten mit fürs erste Rennen. So, Moldenhauer Haf. Gucken wir mal. War es gleich die Boxenausfahrt nur? Achso, über die Boxengasse, ja. Also, der war schon unterwegs hier, René Moldenhauer. Ja, wo ist er jetzt? Auf der 19 mit 12 Positionsgewinn. So, Graz. Oh, jetzt hat er hier irgendwie das Auto verloren. Wir schauen mal kurz ins Replay rein. War kein Auto direkt neben ihm oder so. Huch. Das sieht aber eher nach technischem Defekt aus. Einmal mal links abgebogen hier und bremst jetzt hier auch gerade nicht. Das sieht irgendwie nach, ja, Wheelbase oder Pedale ausgefallen irgendwas aus. Sehr, sehr schade. 28 Positionen ist er ja nach vorne gekommen. Jetzt wird er wahrscheinlich, ja, wenn er die Hardware wieder zum Laufen kriegt, weiterfahren können mit ordentlich Schaden. Und ja, der muss aber nochmal in die Box. Extra Boxstopp muss er nicht erledigen. Aber trotzdem natürlich super, super ärgerlich, wenn du so weit nach vorne gekommen bist. Relativ gesehen zumindest. Und dann so einen Ausfall hast. So, Wengel jetzt hier auch leicht ein Problem. Schauen wir mal rein, was da passiert ist. Kriegt der vom Teamkollegen hinten einen drauf. Eieie, das ist aber besonders bitter da, wenn du noch vom eigenen Teamkollegen hinten einen mitbekommst. War da vielleicht ein Tick langsamer als der Hintermann oder der Hintermann ein Tick schneller. Auf jeden Fall Wengel jetzt auch mit etwas Heckschaden wahrscheinlich am Start hier. Der war aber schon drin. Das heißt, der wird versuchen, ja, durchzufahren. Hoffe ich mal, dass das Auto immer noch gut fahrbar ist. So, Detlef Kep vorne. Wann kommt der denn mal rein? Oh, 36 Low ist ja schon gar nicht so schlecht. Da wärst du hier, weiß ich gar nicht, was das war, Top 15, glaube ich. Ja, 35er waren ganz vorne. So, Detlef Kep kommt rein. Das heißt, da würde nur noch Alex Graz fehlen, der sich aber teleportiert hat. Also damit können wir die Boxenstopps ausblenden und haben somit ein nahezu boxenstoppbereinigtes Feld dann. Also Stefan Mons bleibt auf jeden Fall vorne. Lukas Berghold auf der 2, 1,5 Sekunden, knapp 2 Sekunden. Da tut sich, ja, nicht wirklich viel. Andersen jetzt 6 Sekunden Rückstand bereits auf die erste Startreihe. Da wird der Abstand größer, auch direkt dahinter. Doch ein recht ruhiges Rennen auch für Jeff Ewert. So wirklich Zweikämpfe, glaube ich, haben wir nicht gesehen. Gucken wir mal weiter. Tim Köster, der ist hier gerade an einer Überrundung dran. Weiß gar nicht genau, wer das ist. Mal sehen, ob wir das lesen können. Welche Nummer war das jetzt? Oh, sehen wir nicht, aber es ist keine direkte Position. Jetzt sehen wir es auch. Da lässt er ihn vorbei. So, Kep steht natürlich noch in der Box. So, dann gehen wir weiter. Denn die Anwand auf der 6. Position. Von der 11 gestartet. Dann haben wir auf der 7. Kerwisch, der da weiter im Duell mit Chris Haya ist. Der da, ja, auf jeden Fall nochmal weiter nach vorne kommen möchte. Der Detlef Kep jetzt fertig mit seinem Boxenstopp. Hier sehen wir es auf der 11. Position. Also Boxenstopp bereinigt. Hat er sich um 5 Positionen verbessern können. So, Peter Lindner kommt gerade. Oh, eine SG30 sehe ich gerade noch, wurde abgesessen von der Nummer 8. Das war Jürgen Hofmann. Eieiei. Ist immer noch auf seiner Startposition unterwegs. Jetzt gucke ich mal kurz in-game, ob wir noch Strafen offen haben. Oh, jetzt geht's weiter, siehst du. Gerade sagen, hier alles abgekackt. So, was habe ich da vorne gerade gesehen? Wer war in der Box? Ich glaube, ah, da sehe ich es jetzt wieder. Die 88 hatte eine DT. Die 88, ah, Peter Lindner, genau. Den haben wir gerade gesehen. Der hat sich leider auch schon eine DT jetzt eingefangen. Damit 5 Positionen insgesamt verloren. SG30 verfolgt dich, ja. Das glaube ich. So, da waren wir. Helder Guerra. Den haben wir hier. Achso, Position Deltas wollte ich ja noch euch anzeigen. So, da sehen wir es. Also die ersten 4 hat sich nichts getan. Sonst hat da vor allem Danny Anwand ordentlich gewonnen auf der 6. Position für Emons. Er ist immerhin auf der 9 wieder unterwegs. Also hat er offenbar über die Boxenstopp eventuell zumindest mal wieder eine Position gut gemacht, nachdem er da doch in den ersten Minuten leichten Fahrfehler hatte auf der 5. Position liegend. Jetzt immer noch auf der 9, wie gesagt. Hat ein bisschen verloren. Ansonsten da doch sehr, sehr viele, die gewonnen haben. Wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen, gehen wir mal hier auf Langhorst drauf. Ja, da sehen wir die ganzen roten Deltas, die da richtig, richtig durchgereicht wurden zum Teil. Durch Unfälle, 1, 2 technische Defekte gab es wahrscheinlich auch.
So, Maisack jetzt mit der gelben Flagge. Was haben wir denn da jetzt verpasst? Oh, wollte er hier hin? Es muss aufpassen mit dem Rejoin Kurve 1. Ja, jetzt sind wir hier gerade im Replay. Mal sehen, da hat er sich vielleicht gedreht. Vielleicht gab es dann Kontakt. Remo Kipfert hat auch eine Kollisionsanzeige. Und hoffentlich ging jetzt hier alles gut. Pfaffenrot geht noch vorbei. Jetzt sind wir im Live-Bild. Es geht auf der 37 weiter. Also für das Suicide Crew Team heute, ja, nicht für alle Teammitglieder ein gutes Rennen. Oh, jetzt wird da einer weggedreht. Das war Hofmann, der da berührt wurde wahrscheinlich. Schauen wir nochmal hier ins Replay rein. Ah, leichte Berührung da mit dem Aston Martin. Und damit ging es hier auch hier off-track leicht in die Wand rein. Und ist jetzt hier auf der 41 unterwegs, immer noch auf seiner Startposition. Ja, eben eine SG30 gehabt, jetzt hier die Kollision. Seine Laune dürfte auch nicht die allerbeste sein. Da will noch ein Honda vorbei, das ist eine Überrundung. Aber hier klappt es noch nicht so ganz. Jetzt kriegt der Honda hinten noch einen mit vom McLaren. Das waren Cruz und Braun. Braun hat hier den Cruz, glaube ich, berührt von hinten. Und der hat sich jetzt hier weggedreht. Ja, da ist er und verliert jetzt hier auch ganz, ganz viele Positionen. Ah, super, super ärgerliche Sache, die ganze Geschichte. Jetzt lässt er hier noch ordentlich Platz. Rudi Geis dürfte noch vorbei sein. Genau, der Aston Martin, Nick Kleefeld, der Lamborghini davor. Nun guck mal einer an! Die beiden Knalltüten von den Verkehrsnachbarn! Moin Schüttel. Moin Janik und moin Tom, danke für den Raid. Wann war der denn? Habe ich den verpasst? Nee, gerade jetzt. Na Gott sei Dank. Ja, herzlich willkommen. 18 Minuten haben wir noch. Aus Sandford unterwegs mit momentan noch 45 Autos. Na, nicht ganz. 42 aktive Autos mit 46 gestartet. Erstes Rennen im Hove Sprint Cup. Ja, hat sich schon ein bisschen jetzt auseinandergezogen. Natürlich vorne Bergholt 4 Sekunden weg. Na, vielleicht irgendwelche Überrundungsmanöver könnte sein. Aber der hat jetzt gerade mal richtig was verloren hier die letzte Runde. 3,5 Sekunden hat er verloren. Aber, oder vielleicht einen kleinen Fehler gehabt, keine Ahnung. Aber damit der Sieg natürlich noch in weitere Ferne gerückt, war ohnehin ja nicht so einfach wirklich vorbeizukommen. Stefan Motz macht da vorne keine wirklichen Fehler. So, dann können wir mal hier auf der 8. bleiben, denke ich. Rudi Geis ist hinten nochmal dran. Ah ne, Jan Butsch können wir nochmal reinholen. Der einzige M6, der versucht sich gerade am Audi außen rum, der da ein bisschen Körb mitnimmt, vielleicht ein bisschen Schwung verloren, weil es etwas rutschig ist und der M6 geht außen am Audi vorbei. Also schönes Manöver von Jan Butt hier gegen kleine Kalmar. Ja, wird ihm nur mäßig freuen, denn der hat 13 Positionen verloren. So, Brian Pötter, leicht gelbe Flagge gehabt. Na, können wir ins Replay gehen, jawohl. Oh, schönen Quersteher sehen wir noch so im Nachgang hier, aber Auto, glaube ich, nochmal ganz gut abgefangen. Also, sehr, sehr starke Aktion hier von Brian Pötter. So, Chris Haya. Ja, wie gesagt, gleiche Situation wie Danny Anwand vorhin hier in seinem Porsche. Kommt nicht vorbei. Danny Anwand hat aber relativ freie Fahrt da vorne. Ja, hat er irgendwann funktioniert, hat aber Ewigkeiten gedauert. Detlef Kepp jetzt reingekommen. Da kontrolliere ich mal. Detlef Kepp in der SG30 sogar. Eieiei, das geht da auch nochmal ein gutes Stück nach hinten, würde ich sagen. Ja, da wird es außerhalb Top 30, denke ich mal, werden. Wenn nicht sogar noch weiter nach hinten. Also auch da, ja, würde ich sagen, sieht es mit den Punkten schwierig aus. Die ersten 30 bekommen ja Punkte, die ersten drei im Qualifying bekommen Punkte. Und dann gibt es ja innerhalb der Klassen, wie gesagt, die drei Klassen, die wir noch haben, Einzelwertung quasi, Punkte. So, schauen wir mal, Kerwisch jetzt hier gegen Chrisaya. Ne, der ist dahinter, wer ist der Audi da? Irgendeiner von weiter, ach, ist das Mons? Ne, Mons ist das nicht. Okay, weiß gerade nicht, wer das ist, war aber keine Position. So, gucken wir mal hinten. Freitag, den haben wir auch schon ewig nicht mehr im Stream gehabt hier, gegen Mahui eventuell. Schauen wir mal hier. Mark Mahui auf der 38, zwei Positionen gewonnen. Und ging ein bisschen nach vorne hier. Geh weiter. Na, schauen wir mal. Lars Meisack haben wir davor noch, den Suicide Crew BMW. Also auch da hinten wird noch gut gekämpft. Vorne verpassen wir nicht viel. Bei Chris Haya waren wir. Gehen wir nochmal zu René Moldenhauer. Der ist an Wegel dran, den wir da ja leider mit einer kleinen Kollision gesehen haben mit dem Teamkollegen. Genau hier in der Kurve, in der Linkskurve hier rein. Der dürfte ein bisschen Schaden haben hinten. Aber vorne sieht es zumindest nicht ganz heil aus. Weiß nicht, ob es ein Anzeigefehler ist. Auf jeden Fall hier von Moldenhauer dicht gejagt. Michael Haaf direkt dahinter. Gucken wir mal hinten raus. Vielleicht sehen wir hier jetzt den Angriff. 21, 22 haben wir auch noch mit Rudi Geis auf der 23 im Schlepptau. Schöner Dreikampf
Brian Pötter und Oliver Braun 19 und 20. Ja, hier sehen wir es auch wieder. Aston Martin ordentlich rausbeschleunigen kann. Außenseite, jetzt geht schon die Anbremszone rein. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Aston Martin vorne bleibt. Jawohl, hat er sich hier außenrum vorbeigeschummelt. Starke Aktion hier von René Moldenhauer. 16 Positionen ging es hier nach vorne. Einer der großen Gewinner heute. Also von der 31, sprich die letzte oder die erste Nicht-Punkteposition jetzt hier mitten in die Punkte rein, Punkteränge. Sehr schön, mal gucken, ob Michael Hafter hinterherziehen kann. Ich denke mal, der kann auch einen Tick schneller. Weiß nicht, mal gucken hier die letzten Runden. Oh ja, eine Sekunde, 1,5 Sekunden gewinnt er hier die letzten Runden. Also bei Weckel sieht es gerade nicht ganz so rosig aus. Für den ging es 3 Positionen nach hinten, vielleicht gleich 4. Ah, wurde zum Server runtergeschmissen. Ja, hat schon 1, 2 Autos erwischt, glaube ich. Ja, 42 noch auf der Strecke. Remo Kipfer, glaube ich, auch. Der fährt aber inzwischen wieder. Ja, sehr ärgerlich. Aber bleibt leider, ja, selten aus, muss man sagen. Bei so vielen Autos irgendwie immer einer dabei, der mal technische Probleme hat. Ja, Michael Haaf hat da vielleicht eine kurze Lücke gesehen. Audi kann jetzt die Kurve nicht ganz optimal fahren. Bleibt erstmal hier, aber ich sehe gerade, wir haben da so einen 3-4-Kampf eventuell. Hier sehen wir eine schöne Gruppe. 5-Kampf sogar. Ab Brian Pötter. Das ist hier der Porsche. Der bringt da ganz, ganz viele Autos mit. 4 Stück an der Zahl. Bis Rudi Geister hinten, der schwarz-gelbe Aston Martin. Davor haben wir den Lambo, den Audi und den McLaren. Ja, schöner Markenmix da an der Stelle. Langhorst mit einer gelben Flagge irgendwo. Ah, wieder den Berg runter da im zweiten Abschnitt wahrscheinlich. Klaus Jäkel müsste auf die 28 gegangen sein. Ja, Brian Pötter kann sich hier sehr gut absetzen in der letzten Kurve. Das heißt, der McLaren wird da jetzt nicht angreifen können. Wir schauen mal auf die hinteren 3 Autos. Nick Lehfeld hier, ja, bereits jetzt schon auf die Innenseite gegangen. Ja, macht sich mal bemerkbar. Da lässt sich aber Jerome Eckert nicht wirklich beirren. Ups, da ist er. Der fährt hier seine Linie. Im Shooter Racing Team. Sein Teamkollege direkt hinter dem Lamborghini. Auch immer sehr interessant zu sehen. Ein Auto da zwischen 2 Teamkollegen. Und ein Schröter mit der gelben Flagge, die 292. Schauen wir mal, was da passiert ist. Zu weit rausgekommen, da geht es dann meist geradeaus oder man dreht sich weg, wie in dem Fall hier. Also Patrick Schröter, ja, eigentlich ein sehr solides Rennen. 7 Positionen gewonnen. Immer noch hier auf der 14 unterwegs. Weiß jetzt nicht, ob Daniel Hofmann da noch vorbeigefahren ist. Der ist nämlich 10 Sekunden davor jetzt. So, wo gehen wir hin? Wir haben einige Zweikämpfe noch im Mittelfeld. Vor allem vorne seht ihr hier, ja, die ersten 15, da nicht wirklich enge Zweikämpfe. 8, 9, 11, 12 vielleicht ein bisschen noch, aber sonst vor allem, ja, diese schöne Gruppe hier. Dann haben wir noch Cruz und Kep. Im Hintergrund sehen wir die. Vielleicht holen die nochmal auf. Dann haben wir hier um die Top 20 nochmal einen richtig schönen Zweikampf. Cruz verliert hier gerade in Position gegen Kep, wie es aussieht. Laut Anzeige zumindest. Also Cruz jetzt auf der 25. So, also gehen wir mal auf die Gruppe. Ich glaube, das wird so die Gruppe sein, die uns noch am meisten interessieren wird auf die letzten Minuten. Weggel kann Haaf immer noch hinter sich halten auf der 16, trotz seines Schadens. Moldenhauer bereits schon 4 Sekunden weg. Also er kann deutlich schneller fahren da, denke ich mal, ohne Schaden. So, das ist eine Überrundung. Das müsste jetzt aber jetzt Mons sein, oder? Ja, Mons, der überrundet gerade Rudi Geis. Also Platz 23 hat er gerade überrundet nach 50 Minuten. Sehr, sehr gute Pace, die er da an den Tag legt. Michael Haaf, wie gesagt, kommt nicht vorbei am beschädigten Matthias Weggel-Fahrzeug. Wir gehen wieder auf Jerome Eckert drauf. Also schön zu sehen, hier 50 Minuten haben wir hinter uns. Und vor allem hier im Mittelfeld wirklich Stoßstange an Stoßstange fast. Geht es jetzt hier in die letzten Runden rein. Bin mal gespannt, wer sich da durchsetzen kann. Jerome Eckert auch mit einer starken, ja, Entwicklung in diesem Rennen. 21 Positionen ging es nach vorne. Also von fast ganz hinten da aus den, ja, 40er Reihen ging es jetzt hier in die fast Top 10. Top 20 natürlich. Ja, vielleicht wird es ja noch was. Auch ein bisschen Verkehr jetzt. Da kommt ja noch Stefan Monster, der hier überrunden will. Der man selber überrundet hier vielleicht auch noch den einen oder anderen. Also ordentlich Verkehr hier gerade im Abschnitt. Wir sehen es hier. Da muss man wirklich die Übersicht behalten. Jerome Eckert geht da weit, damit Mons vorbei kann. Berghold müsste dann irgendwann auch noch im Hintergrund erscheinen. Da oben ist er, der grüne Ferrari. Gucken, wie ist der Abstand inzwischen. 3,3. Also wieder ein bisschen aufgeholt. Ja gut, das wird jetzt durch die Überrundung wahrscheinlich gewesen sein.
Aber sehr schöne 2, 3, 4, 5 Kämpfe, die wir gerade sehen. Detlef Kepp jetzt auch rangekommen hier an die Gruppe. So, gucken, Mons jetzt schon fast durch da unten durch die ganzen Überrundungen. Einer fehlt da oben, glaube ich, noch. Oder zwei. So, Weggel, Haaf, was haben wir da verpasst? Da gab es wahrscheinlich gerade den Angriff. Aber Weggel konnte sich womöglich noch verteidigen. Also wird nochmal eine schwitzige Angelegenheit, hier die letzten 9,5 Minuten das nach Hause zu bringen. Oh, Daniel Hofmann, sein Teamkollege nämlich, steht hier gerade in der Wand. Schauen wir mal, auch hier zu schnell oder zu weit rausgekommen beim Anbremsen da oben. Und dann dreht er sich hier weg. Ah, aber kann die Wand halbwegs vermeiden. Kleiner Ditcher hier, nichts Aufregendes. Es geht weiter auf der 13. So, Gera. Der hat da mit Arning zu tun, auf der 11 und auf der 12. Das hätten wir noch im Angebot. Gucken wir mal bei Oliver Braun rein. Ja, in der Gruppe haben einige was gewonnen an Positionen. Also auch Braun hier mit 24 Positionsgewinn. Gucken wir mal Pötter rein. 7 Positionen kann sich auch sehen lassen. Eckert hatten wir gesehen mit 22, glaube ich. Kleefeld mit 2. Rudi Geist 20 Positionen. Und Keep mit 8 verloren. Ja, einer muss ja irgendwas verlieren. Sehr, sehr spannend hier. So, da gab es eine leichte Berührung offenbar. Oh, gar nicht so einfach, hier alles im Überblick zu behalten. Von oben sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. So, Bergold, der grüne Ferrari, geht jetzt vorbei. Das ist eine Überrundung. Wir gehen mal auf Braun drauf, der jetzt versucht, hier Pötter mal ein bisschen Feuer unterm Arsch zu machen. Da muss Pötter jetzt relativ weit innen anfahren, der Porsche. Mal gucken, ob er da zu weit rausgetragen wird. Eigentlich schon, kann die Linie nicht so ganz halten, aber die Position. Ja, muss man ein bisschen spekulieren, ob man da vielleicht irgendwie vorbeikommt. Lukas Bergold jetzt direkt dahinter. Da ganz oben sehen wir noch den Kampf zwischen Rudi Geis und Detlef Kepp. Also ein Drunter und Drüber hier im Mittelfeld auf den letzten paar Runden jetzt. Sehr schön. Ja, vorne, wie gesagt, geht nicht viel. Lukas Bergold jetzt wieder 4 Sekunden im Rückstand durch die ganzen Überrundungen. Also da wird wahrscheinlich nicht mehr so viel passieren. So, gucken wir mal, Rudi Geis, Kepp. Kann Kepp jetzt hier endlich mal vorbeiziehen auf der Innenseite? Oh, der Essenmatte muss gezwungenermaßen außen bleiben, damit er den Lamborghini von Kleefeld nicht trifft. Und damit ist Detlef Kepp vorbeigegangen auf die 23. Na, immerhin nur noch 7 Positionen verloren. Sehr, sehr spannend. Gucken wir mal ganz kurz hier. Da wird es nämlich auch immer spannender, denn hinter Weggel ist nicht nur Haaf, sondern Lindner ist jetzt auch rangekommen. Also haben wir jetzt hier einen Dreikampf. Bin mal gespannt, ob der AMG sich nochmal einen von den beiden oder beide vielleicht nochmal schnappen kann. So, Eckert. Oh, Braun geht da sehr weit aufs Gras. Verliert hier das Auto zum Glück nicht. Oh, jetzt geht er schon wieder ein bisschen raus. Oh, das war sehr, sehr knapp am Abflug. Fast noch den Lamborghini getroffen. Hat natürlich jetzt hier ein bisschen federn lassen müssen. Eckert, Kleefeld vorbei und auch Detlef Kepp, der jetzt hier noch eine Position gewinnt. Und Rudi Geis probiert jetzt natürlich auch sofort hier auf der Innenseite vorbeizuziehen. Was wahrscheinlich gelingen wird. Ah, oder kann der McLaren? Ne, kann er nicht daneben bleiben für die nächste Linkskurve. Ja, oder doch? Ja, doch, kann doch daneben bleiben. Es gibt hier die Berührung, jetzt dreht er sich doch leider weg. Und da der Honda von Cruise dürfte es sein, kollidiert da mit ihm der Audi. Ich weiß nicht genau, wer das war. Kollidiert da auch noch fast mit ihm. Mahui dürfte das gewesen sein. Also da hat sich jetzt einer leider aus der Gruppe verabschiedet. Oliver Braun hier immer noch mit 18 Positionsgewinn, aber 17 sind es jetzt. Der hätte noch deutlich weiter vorne landen können. Ja, sehr schade hier für den einzigen McLaren im Feld. So, Haaf und Lindner sind jetzt in Zweikampf und Weggel. Was hat der da gemacht? Hat das Auto gerade ein bisschen verloren oder hat er da Platz gemacht? Bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls sehen wir den Zweikampf hier und Lindner jetzt hier, ja, 2 Positionen auf einmal mehr oder weniger gewonnen. Da haben also der AMG und der Audi getauscht. Ja, Haaf hat er gar nichts von. Jetzt hat er nur die beiden Autos umgekehrte Reihenfolge oder andersrum vor und hinter sich. Ist hier immer noch auf der 17 unterwegs. Also da ordentlich Tumult in der Gruppe da hinten. Gehen wir mal hier zum anderen Lamborghini wieder rüber. Auch einiges los. Na, 4-5 könnte vielleicht nochmal spannend werden. Tim Köster, Jeff Ewerts nur 1,3 Sekunden auseinander. Letzte Runde Köster auch 1,5 Sekunden schneller als Ewerts auf der 4. Na, muss man gleich mal vielleicht gucken. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob Kepp auch mal eine Position gewinnen kann. Ordentlich Körper mitgenommen. Muss man auch sehr aufpassen da. Eigentlich lässt man den da eher links liegen. Ist auch relativ aggressiv und hoch. Wagen wir es nochmal kurz woanders hinzugehen. Noch ein paar andere Zweikämpfe hier. Hier haben wir noch Schernhammer auf der 33. Der Racing-Gruppe theoretisch ja. 50 Plätze sind schon voll. Gibt noch eine Warteliste, da sind auch schon 10 drauf. Kannst du dich aber eintragen. Auf der Webseite. Hoffentlich geht die, ja. Hier ist der Link, da kannst du dich eintragen. Gibt auch noch einen Endo-Cup. Ich weiß nicht, ob da noch Platz ist, aber
Ja, wie gesagt, auf eine Warteliste im Moment kannst du dich nur setzen, direkt mitfahren. Glaube ich, wird gerade etwas schwierig tatsächlich. Ja, schauen wir mal. Denke mal nicht, dass alle 50 Fahrer hier komplette Saison fahren werden. Ist ja eher unüblich, sage ich mal. Wird immer so einen harten Kern geben, schätze ich mal. Aber letzte Saison war die Beteiligung auch immer sehr gut über die Rennen. Wie gesagt, hatte ich ja schon angesprochen. Meiser kurz gelbe Flagge hier. Oh nein, was da passiert? Der Lambo hat ja irgendwie das Auto verloren und nimmt ja noch Detlef Kepp mit. Da müssen wir nochmal ins Replay gehen. Das sah gerade etwas merkwürdig aus tatsächlich. Wollen wir vielleicht mal von oben. Wo ist er? Da ist er. Da mitten auf der Geraden oder gab es da schon eine Berührung? Wir haben nur die letzten paar, ein, zwei Sekündchen nicht mal gesehen. So, da sind sie auf der Geraden. Oh nein, aha. Ach, es ist super ärgerlich. So ein ganz kleiner Ditcher und dann, ja, der Lambo natürlich etwas wackelig unterwegs und dann kann das Auto nicht abfangen. Jetzt sind wir im Live-Bild. Kepp und Kleefeld verlieren jetzt beide einiges an Positionen. Oh Gott, und da kommt noch Langhorst angefahren, der rote Honda, der da mal voll in die Eisen musste wahrscheinlich. Ah, Nick Kleefeld, der setzt sich leider zurück, damit sein Rennen auch beendet. Ah, super schade da. Einiges, ja, los in dieser Gruppe. Der wird also durchgereicht, das heißt, da werden viele, viele jetzt nochmal eine Position gewinnen. Christian Schernhammer an Kleine Kalmer, dran 0,5 Sekunden. Die sind bereits jetzt hier vorbei. Und ja, mal gucken, was da noch geht. Alex Kruse auf der 22. Kurz gelbe Flagge gehabt. So, jetzt wollten wir nochmal gucken. 4-5, genau. Da müssen wir nämlich ganz dringend hin. Tim Köster hat hier richtig aufgeholt. Wir schauen mal in die letzten drei Runden rein. Da hat er 2 Sekunden aufholen können. Also, ja, 0,78 Sekunden fast pro Runde war hier schneller als Everts. Also Everts jetzt doch nochmal im Zweikampf. Der hatte das Rennen doch relativ viel Ruhe, wenn wir es richtig gesehen mitbekommen haben. Brown jetzt auch durch, bisschen durchgereichter McLaren. Ach ja, der hat ja auch den Schaden. Hat ja auch einen Unfall. Mal sehen, ob er sich nochmal verteidigen kann. 3 Minuten haben wir noch. Der Führende gerade in ersten Kurve. Das heißt, wir haben noch 2 Runden jetzt, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ja, müsste genau 2 Runden noch. Also auch die beiden gehen jetzt in die vorletzte Runde rein. Ah, hier wird es auch keinen Angriff geben. Tim Köster, ja, auf der Geraden wird da nichts ausrichten können. Wir schauen mal kurz hier. Emuts immer noch auf den 9. Also konnte da nach seinem Fehler nicht wirklich was rausholen. Ist hier ein Chris Haier dran. Das ist hier der Honda, der Schwarze, an dem er gerade dranhängt. Da auf der Innenseite der BMW ist keine Position. Das ist eine Überrundung. Müsste es zumindest sein, wenn ich es so richtig sehe. Ja, hält sich hier auch zurück. Also mal sehen, schauen, was da noch so geht. Jerome Eckert. Ja, die Gruppe, wie gesagt, hat sich jetzt hier aufgelöst um Position 20. Nur Pötter und Eckert sind noch direkt, ja, hintereinander. Rudi Geister hinter. Alex Kruse war da am Start. Der da auf der 22 ist. Pierre Brückner müsste auch noch profitiert haben von der Geschichte. Kepp ja auf der 28 unterwegs. Jojoi, also richtig, richtig was los. War aber zu erwarten, sage ich mal, bei so vielen Autos und auf der Strecke. Können wir mal ganz kurz hier auf den Kalender schauen. Was erwartet uns denn noch? Donington, auch eine enge Strecke dann in 2 Wochen. Laguna Seca ist eng, Watkins Glen lässt sich gut fahren, Hungaroring auch schwer zu überholen. Barcelona wird auf jeden Fall interessant. Indianapolis haben wir noch, Olden Park, Paul Ricard, Suzuka. Ah, gibt ein paar Strecken, wo man überholen kann, auf anderen eher schwieriger. Schauen wir mal. Ja, unfallfrei durchfahren, denke ich, wird auch auf den einen anderen Strecken zum Teil die Devise sein. Bathurst haben wir nicht dabei, die Season. So, hinten Braun schon Pay jetzt auch. Ah, Pay war das. Pay war das hier. Ah, mit dem McLaren kollidiert. Oh, an der gleichen Stelle hier der McLaren schon wieder. Ah, der hat aber auch Pech hier. Eieieiei. Und Jan Burch hat es jetzt auch nochmal getroffen. Dann gehen wir auch nochmal ins Replay rein. Ah, haben wir nicht mehr gesehen, was passiert ist. Weiß aber, da ausweichen musste den Unfall. Da oben sehen wir noch den BMW. Eieieiei. Also, für ihn ein sehr, sehr schlechtes Rennen. Kepp, der ist auf der Geraden mit dem Lambo kollidiert. Von, wer war das jetzt? Ist er noch drauf? Weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall gab es eine Kollision auf der Geraden. Da hat es ihn auch erwischt. So, wir haben gerade gehört, der erste ist in der letzten Runde. Ja, kommt hin. Augenblicke können wir nochmal hier bleiben. Hier geht es auch gerade an einer Überrundung vorbei. Also eben uns auf der 9. Immer noch hier an Haier dran. Mal sehen, ob er das hier nach Hause fährt. Die Runde muss er nur noch nach Hause bringen und dann passt das soweit. So, hier vorne noch ein bisschen zusammengerückt. Everts auch nochmal seinerseits an Andersen rangekommen. 1,5 Sekunden, aber wir sehen hier ordentlich Verkehr. Also es dürfte durch Überrundung passiert sein.
Wir müssen aber jetzt mal auf Stefan Mons gehen, der sich hier den Startzielsieg holt. War nie so richtig gefährdet, sage ich mal. Lukas Berggold, der Zweiter werden wird. 6 Sekunden Rückstand. Ja, war mal dran, aber dann am Ende hat es nicht ganz gereicht. Kein Fehler gemacht. Glückwunsch an Stefan Mons. Holt sich hier den ersten Sieg. Lukas Berggold auf der 2. Auch ein guter Start hier in die Season. Auf der 3. Daniel Andersen, der nochmal Evertz und Köster im Nacken hat. So mehr oder weniger 2 Sekunden. Holt sich aber auch nochmal ein Treppchen. Also auch er hier, denke ich, ganz zufrieden. Von der 3 gestartet. Und auf der 3 ins Ziel. Jeff Evertz von der 4 auf die 4. Köster von der 6 auf die 5. Und Anwand hier einer vorne, der ein bisschen mehr gewonnen hat. Sogar 5 Positionen auf der 6. So, das haben wir zweikampftechnisch noch am Start. Auf den letzten Metern. Auch da wird nicht mehr viel passieren. Max Emmons haben wir hier auf der 9. Position. Gera nochmal dran an Arning. Aber wenn der es nicht total vergeigt ist, die letzte Kurve, sollte da auch nichts passieren. Michael Haaf. Naja, genau. Lindner war ja vorbeigegangen. Weggel ist bereits im Ziel, wie es aussieht. Langhorst über die Linie. Hier haben wir noch Schernhammer mit 3 Positionsgewinn auf der 29. So, kleine Kalmer auf der 30. Hausinger kommt rüber. Jan Butch heute leider auch mit einem schwierigen Rennen. Leider auch keine Punkte heute holen können. Falk Moritz ebenfalls 15 Positionen verloren. Ja. Also der hatte mit Punkten sicherlich gerechnet oder drauf gehofft zumindest mal. Aber heute sollte es nicht sein. So, wer ist noch unterwegs? Müssten fast alle über die Linie sein. Da müssten eigentlich soweit. Wahrscheinlich die in der Box teleportiert sind hier. Werden noch als nicht im Ziel gewertet. Aber sind alle jetzt über die Linie. Also hier sehen wir wahrscheinlich gleich die ersten 3 auf der Stadtzielgeraden, wie die sich schön aufreihen hier. So, sehr schön. Ich denke, da sehen wir jetzt gleich die ersten 3. Lukas Berggold steht da. Da kommt noch der Andersen auf der rechten Seite. Hier sehen wir das Podium nochmal schön. Weiß nicht, kriegen wir eine schönere Kamera? Ah ja, sehr schön. Da sehen wir sie alle 3. Wunderbar. Ja, Qualifikation ist Kalender, haben wir schon gesehen. Also in 2 Wochen geht es dann weiter. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz ins Studio und dann gucke ich mal, wo ich euch weiter hinschicken kann. So, da bin ich. Da sehen wir die ersten 3 da hinten. Ja, was für ein Rennen am Start. Ja, ein paar Unfälle gab es, war jetzt abzusehen, aber ein großer Massencrash ist ausgeblieben. Dann gab es die ersten Runden zwischenzeitlich immer so ein paar kleinere Kontakte. Da gab es jetzt auch einige, die ordentlich nach hinten gefallen sind. Einige haben wiederum profitiert. 1, 2 technische Probleme hatten wir auch bei ein paar Fahrern. Aber hier vorne, ja, war es zumindest im ersten Stint relativ eng. Nachher, vor allem auch durch die Überrundung, ein bisschen Zeit verloren an der einen oder anderen Stelle. War nicht ganz so, ja, super spannend, sage ich mal, keine Zweikämpfe ganz vorne. Vor allem im Mittelfeld haben wir da eine schöne Gruppe am Ende auch nochmal gehabt. Also ich denke mal, zum Unterhaltungswert hatte auf jeden Fall mal das Rennen. Schauen wir mal dann, wie es in der Wertung aussieht. Gesamtwertung haben wir ja dann die 3 Klassen jeweils. Also gar nicht, ob es eine Teamwertung gibt. Müssen wir mal nachschauen. Schauen wir uns dann in 2 Wochen an. So, jetzt schaue ich mal, wo wir weiterhin raiden könnten. Ich denke mal, werden noch ein paar unterwegs sein. Und dann, ja, wann sehen wir uns am Morgen wahrscheinlich nicht unbedingt, aber am Samstag ist ja nochmal VCO LFM. 6 Stunden Paul Ricard mit dem M2. Wird interessant. Zappi wird den Start machen, Qualifying. Ich werde dann die letzten Stunden machen am Samstag. Ja, Nachmittag, späten Nachmittag dürfte das sein. Schaltet da gerne ein. So, wo gehen wir denn hin? Fährt Lukas noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Wollen wir zu Biermann gehen? Zu dem habe ich, glaube ich, noch nie geradet. Was macht der denn gerade? Ich sehe hier nur schwarzen Bildschirm. Warte mal. Ah, nee, da ist er. Sehr schön. Dann gehen wir mal dahin, würde ich sagen. So. Genau, also morgen, weiß ich nicht, vielleicht mache ich ganz spontan einen Stream. Ansonsten, wie gesagt, Samstag Abend. Sonntag müssen wir mal gucken, wer der LFM macht. Und Montag ist dann wieder Racing League Esports am Start. Also wieder ganz, ganz viel an Programm auf dem. Nee, ganz viel Streams auf dem Programm, so rum. Ich bedanke mich für die ganzen Follows, die noch reingekommen sind. Danke fürs Zuschauen. Lass mir mal Grüße beim Jan da. Der schaut sich da gerade irgendwas auf beim Panorama an. Weiß nicht, ob er gerade rumfährt da. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, sehen wir uns Samstag, wenn ihr mögt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.